kommen. Was soll denn das, ha? Warte mal. Was denn? Schlafst du am helllichten Nachmittag nur, dass du mich nicht siehst? Rennt da mitten durch Kleid durch. Was heißt mitten durch Kleid? So, jetzt hast du mir Rippen verbunden, du Grobian. Na, hör auf, Rippen, was denn du Rippen? Bei dir sieht man doch mal Rippen. Ach, was verstehst denn du schon von der weiblichen Autonomie? Ja. Nächstes Mal schaust, wo du hinrennst. Ja, es wird gut, dass du da bist. Eins rate ich dir, geh ja nicht mehr über meine Tomaten, sonst kannst du was erleben, gell, Stasi? Da brauchst du keine Angst haben. Die frisst er ganz bestimmt nicht mehr. Ja? Weißt, wie die schmecken? Ja, wie denn? Wie angefaulte Wassermelonen, ja? Du, eins sag ich dir. Hm? Mich kannst du heißen, was du willst. Aber über meine Hobbygärten und Produkte lasse ich für nichts kommen, gell? Sind nicht umsonst meine Versuche, die selber da. Gerade auch einen Versuch, eine Kreuzung zwischen Tomaten und Spaghetti. Ja. Okay. Oh, wenn mir das gelingt, das gibt einen Wirbel in der Gastronomie. Ja, dass das Pasta-Schutterkochen nur noch ein Kinderspiel. Dann spreche ich dem Bauernfunk. Wer interfilmt beim Fernsehen? Ach. Wer bekannt in Europa, das heißt in der ganzen Welt? Bekannt bist du schon in der ganzen Umgebung. Die Gespinne, die Wühlmaus nennest du. Hm? Ja, weil du deine Nasen auch in der Erde drinnen hast. Hm? Oder den fliegenden Briefträger. Ach, was? Mit deiner Briefdarmzucht. Na, Blödchen. Was die Leute hinter mir reden, ist mir wurscht. Die können mich alle an. Also, Georg. Na, das brauchen sie ja nicht tun, ne? Ich tät ja gar nichts sagen. Was? Ich hab mich ja schon längst abgefunden mit deinem Gärtnerfimmel. Wenn's nur was anderes sind jetzt. Hm? Aber du bist ja blind und blöd wie ein Maulwurf. Gut, da bin ich halt blöd. Ich kann auch nichts dafür, dass ich nur 5 Jahre in die Schule gegangen bin und du 6. Hast du das gemerkt, Herr Gürtel? Was denn? Dass ich 6 hab. Du hast doch selber gesagt, du bist 6 Jahre in die Schule gegangen. Ne? Sei froh, dass du so lange gehen hast. Denn. Du bist und bleibst ein Depp. Was? Aha. Wenn sie immer weiter wissen, die Weiber, dann bin ich ein Depp. Halt, halt. Meine Briefdame, ich muss zu meine Briefdame. Gott! Gürtel! Bauer! Bauer! Ja, was ist denn, Bob? Doch, eine Nachricht ist gekommen von deinem Bruder. Ist der schon wieder von seiner Kur zurück? Ja, anscheinend, sonst hätte er keine Nachricht drüber geschickt. Hier, Soß von den Gnödel schreibt er nichts. Das heißt nicht Soß, das heißt SOS, Hilfe. Ach so, ach so. Wegen Kurbekanntschaft in tödlicher Gefahr. Bruder, hilf! Pferdestärke mündlich mehr. Das heißt nicht Pferdestärke, das heißt PS. Ja, PS heißt ja Pferdestärke. In dem Fall heißt es Postskriptum. Was? Was ist denn das? Noch was. Ja, was denn noch? Nein, das heißt noch etwas. Ach so, was wird er denn wieder angestellt haben, dein Bruderherz? Hm? Das weiß ich nicht. Ich verstehe das nicht, dass der immer wieder irgendwo im Dreck nicht hat. Ja, das macht er doch immer, weil er weiß, dass du ihm aus diesem Dreck immer raushilfst. Das macht er doch schon, seitdem ihr zwei die Hosen immer nass macht. Ach, länger. Wenn er in die Hosen gemacht hat, dann hat er meine trockene gekriegt und ich die nasse. Ja, das stimmt. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich kann doch meinen Zwillingsbruder nicht im Stich lassen. Nein, das kannst du nicht machen, stimmt. Obwohl es gescheiter war, wenn er sich seine Nase noch mal sauber anrennt hat. Na ja, ja. Da ist wirklich bestimmt wieder ein Weiberleid im Spiel. Ja, aber das ist bloß wieder ist. Ja. Er wird und wird nicht gescheiter. Ja, du, Georg, du musst mir verhelfen, wenn ich es allein nicht schaffe. Ja, ganz bestimmt. Weißt du es noch, wie er vor 2 Jahren oder 3 Frauen gleichzeitig beim Kammerfinstern das Heiraten versprochen hat? Und wie man dann im Heu haben verstecken müssen, bis die Furien wieder abgefahren waren? Und die dritte? Die hat das Rennen nachher gemacht. Ja. Die hat ihn an ihrer Angel genommen und den Stockfisch in ihren Hafen gezogen. Das hat er doch nur gemacht, weil er die Nase voll gehabt hat von die Weiberleid. Nein. Ja? Nein, ich sag das, ich mach mir Vorwürfe. Naja. Weil ich hab ihm ja auch so zugeredet, dass er heiraten soll damals. Ja, das macht doch nichts. Hat er die Rehe gekriegt, dass eine brave Bäuerin, die auf den Hof schaut, ne? Ja, schon, aber dass er ihm nicht bloß seine Hosen, sondern auch noch die Unterhosen auszieht, das ist zu viel. Eine Tasche, Herr. Darum denkst du nicht ans Heiraten? Was? Du hast Angst um deine Hosen, hä? Die Hosen hätte ich keine Angst. Ne? Nein, Pfeffi, die will noch nicht so recht. Die will, ne? Na, dann schau da meine andere. Nein, kommt da gar nicht in Frage.
Nein. Ja, was ist denn mit dir? Was soll mit mir sein? Ja, du tust ja auch nicht weiter. Was? Das Austragsheißel von meinen Eltern steht schon so lang bereit. Die Stasi hat es so nicht hergekriegt. Hast du jetzt gerade Stasi gesagt? Ja, freilich. Setz dich einmal daher, da hört man kein Wort. Na ja, gut, na warten wir halt alle zwei noch ja, ein bisschen. Ja, ist gescheit, du, pass aber auf, ja. Schick dem Bartl eine Express-Town rüber. Ja. Er soll rüberkommen, damit wir was Näheres wissen, damit wir was Genaues erfahren. Jawohl. Ich muss jetzt noch zum Beinberger über auf eine halbe Stunde. Gut, ist recht. Jawohl, also. Ist schon gut. Eine Brieftaubenzucht ist doch was wert. Besser wie ein Telefon. Dem schick ich die Laura. Die weiß, wann's pressiert. Die fliegt wie eine Express-Taube, die Abtaube. Grüß dich, Gott, Stasi. Na, Fefu. Wo ist denn der Bauer? Ich weiß nicht, ich glaub, der ist nicht da. Ja, was hast denn du? Wohnst du? Nein. Ja, warum denn? Hat's mit dem Bauern was gegeben? Nein, mit dem Giergel. Mit dem Giergel? Hat er da was da? Eben nicht. Der tut doch niemandem was. Und am allerwenigsten mir. Das ist ja. Mein Fefi, dir kann ich's ja sagen. Du weißt ja, wie es um mich steht. Glaubst du, ich kann tun, was ich will? Jeden Abend lasse ich meine Kammertür auf. Meinst du, der kommen? Nicht ums Verrecken. Ich meine, vielleicht bist du manchmal recht grob. Ach, woher? Mehr kann man wirklich nicht tun wie ich. Ich merke es ja schon selber, dass ich nicht so anschaue, wie so ein abgestochenes Kaiwi von lauter Liebe. Ach, was tue ich alles für den Kirgel? Schau zum Beispiel beim Essen, gell? Das größte Stück Fleisch kriegt er. Und den größten Knödel. Weil ich einmal gelesen habe, die Liebe geht durch den Magen. Mhm. Ja, Pfeifferdickel. Der frisst und lässt sich schmecken. Und ich habe überhaupt keinen Appetit mehr. Dabei braucht man bloß heiraten und ins Austragheißel ziehen. Glaubst du, Fefi, wenn der so weitermacht, dann suchen wir noch einen anderen Dienstplatz. Aber Gestasi, das darfst du nicht. Was tat denn der Bauer ohne dich? Du musst bloß ein bisschen Geduld haben, nachher wärst du ihn schon kriegen, dein Kirgel. Ja, du hast leicht reden. Du hast ja einen Bauern. Der ist ganz anders. Mein Gott. Wie die der Scheibe anschaut. Der sieht gleich, wenn du ein neues Dirndl anhast. Aber der Giergel, da kann die Nackert umeinander springen, das tät der nicht sehen. Nein, der sieht bloß sein Gemüse und seine Prüftaum. Stell dir vor, heute kommt er durch die Tür und rennt mich fast über den Haufen. Und das Einzige, was er gesagt hat, war Öha. Die hat sie ja sauber erwischt. Ja. Soll ich einmal mit dem Giergel reden? Ach wo, das hat doch gar keinen Sinn, wenn er nicht von selber draufkommt. Ich warte halt jetzt noch bis Lichtmess und dann geh ich, wenn es mir schwer ankommt. Ja, so ist recht. Mir tät's gar nicht passen, wenn du den Hof da im Stich lassen tätst. Ach, Fefi, wer weiß, ob du mich noch brauchst, wenn du mal da rein heiratst. Oh, und wie ich dich dann brauch? Gell, das ist schon ungerecht auf der Welt. Hm? Du kannst heiraten und tust das nicht. Und ich mächert und kann nicht. Ich weiß nicht, ich hab halt ein bisschen Angst. Vom Bauern? Nein, ich tät's wohl überlegen. Schau. Der Hartl hat mich gern, seitdem ich Dinger kann. Mhm. Schon immer. Naja, und da habe ich halt Angst, dass das, was mir zwar für ein Lieb halten, vielleicht schon Gewohnheit ist. Ach, ich weiß es auch nicht. Okay, Fefi. Beim Bauern, da gibt's doch wirklich keinen Zweifel. Mein Gott. Wenn mich der Giergel noch einmal so gern hätte. Hier ist das jetzt Kinder. Ja, der Giergel, grüß dich. Mei, bei dir muss ich mich ja noch bedanken, gell, was du mir für einen guten Blumendinger zusammengekriegt hast. Ja. Du, eine wahre Freude ist es, wie mir meine Begonien jetzt wachsen. Ja. Mhm. Gerade haben wir von dir geredet, was du für eine gute Hand hast, für alles, was wachsen soll. Ja. Ich habe mich direkt eine Tomaten- oder eine Selleriewurzel in deinem Garten sein. Gell, Stasi? Ja, ich habe halt eine Freude dran, gell. Ja. Ja. Also, wenn du mit deiner zukünftigen auch mal so fein umgehst, als wir mit deinem Gemüse, dann kann man es dir nicht beneiden. Ja, ich hab Mulch am Herd stehen, gell? Ich muss gleich nachschauen. Ach, die werden mit jedem Tag noch sauberer. Ja, das wird immer sauberer wird's. Ja, und nett gewachsen ist sie auch. Kommt Kerzen gerade in die Höhe, ja. Also wer die mal kriegt, kann wirklich erfreut haben. Ja, das glaube ich, der freut sich, wenn er die kriegt. Du, da darfst mich gar nicht wundern, wenn sie eines Tages einmal einer wegholt von da und zu seiner Frau macht. Ja. Hm? Von wem redst denn du, sag einmal? Ja, von der Stasi. Ach so, ich meine, du redst von meiner Pflanzen da. Ach, okay. Du,
Der Jäger kommt jetzt auch immer da vorbei, gell? Ich mein, dem gefällt's. Hast du es noch nicht gemerkt? Der Jäger? Der geht doch nur in den Wald. Ne? Was? Auf derer Seite? Gell, da hättest du von der anderen Seite viel, viel näher. Ja. Da hatten eh nicht schlecht zusammenpassen, die zwei. Und ein braver Bursch ist er auch, der Jäger, was man so hört. Ein braver Bursch? Ja, da braucht man keine Angst haben, dass die Stasi mal schlecht erwischt. Der Jäger? Ja. Und brav? Geh auf. Sechs Madeln weiß ich allein hinter denen, dass er her ist, dauernd, ne? Schon mal. Er wird heute suchen, bis er die richtige gefunden hat. Ja, ja. Und im Wirtshaus hockt umeinander und das Geld schmeißt dann aus und raufen durch. Der Jäger ist doch nichts für die Stasi, gell? Schon mal, wenn sie ihn mag. Hat sie das gesagt? Wer? Das die Stasi? Was weiß denn ich? Ich habe ja nur bemerkt, dass er jetzt immer da vorbeikommt, der Jäger. Hm? Ja, mein Gott, die Stasi ist halt jetzt in dem Alter, wo's wissen möchte, wo's hingehört. Wo's hingehört, ist er schon lang genug da, die weiß doch, wo's hingehört. Du, Gürgel? Was? Gefällt sie dir eigentlich nicht? Du, sag einmal, hast du mein neues Mistbeet schon gesehen, wo ich die neuen Gemüsepflanzen angesetzt habe? Wenn du pflanzen willst, kannst du kommen, wann du willst, gell? Ja. Birgit, ja? Jetzt mach einmal zu. Ja, was denn? Wenn du dich schon um alles andere kümmerst, was wachsen soll, dann könntest du dich auch ein bisschen um die Stasi kümmern. Um Stasi? Ja, die braucht nämlich auch sowas wie einen Dünger, das Pflanzl. Stasi braucht einen Dünger? Ja, hör doch auf. Was gibt's jetzt da zum Lachen? Ja, stell dir vor, da steht die Stasi, natürlich ein Mist um ihre Füße rumbreiten. Dann komm ich mit der Gierskanne durchs Gierst. Das schießt weg, das ist ich sieg schon wirklich. Was? Mit dir aber zwar nicht wirklich nicht leicht. Die Stasi und der Mist. Ja, das war ein Kaudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, Bauer, ich mein, du bist schon fort. Sag einmal, jetzt kennst du mich schon 30 Jahre. Und kennst mich immer noch nicht vom Hartl, wie ich bin, der Bartl. Ja, du bist das, also, glaub mir das. Euch Zwillingsbrüder kenne ich nie auseinander. Ja, wo ist er denn, mein Herr Zwillingsbruder? Ja, gerade ist er weg. Ja, sag einmal, ist die Laura schon bei dir drüben gewesen? Die Laura hast du? Nein, die habe ich noch nicht gesehen. Du, ich halte es daheim nicht mehr aus. Ich muss rüber müssen. Ich habe daheim keine ruhige Stunde mehr. Ja, aber was ist denn los? Ach Gott, wo ist er denn? Wann kommt er denn wieder, der Hartl? Ja, in einer Stunde wird er wieder da sein. Ja, ja. So lange ich meine, haben wir deine Nachricht gekriegt, aber alle Auskinder haben uns alle zwei nicht. Ne? Ja, so lange kann ich nicht warten. Jetzt sitzt dir mal her, dann muss es dir erzählen und du erzählst das dann am Hartl. Ja, gut, ja, also, was geht's denn? Ne? Ja, also, was ist denn los? Ich bin verzweifelt. Du bist verzweifelt? Ich hab eine Dummheit gemacht. Du, ja. Und da ist dein Bruder, hilf. Er muss mir helfen. Da, wenn man die Resel draufkommt, dann gibt's einen Krieg, wo ich doch meine Ruhe und meinen Frieden so dringend brauche. Du brauchst einen Ruhe und einen Frieden, ja. Ja, um Gottes Willen, ich komm immer nicht aus. Jetzt sag mal, was hast du denn angestellt? Ich weiß ja auch nicht, warum mir gerade immer solche Sachen passieren. Wahrscheinlich deswegen, weil wir Zwilling sind und im Hartl nie sowas passiert. Wahrscheinlich, ja. Also pass auf, ich war doch jetzt 4 Wochen auf Kur. Ja. Ja, und da habe ich halt einen Haufen Leute kennengelernt. Haufen Leute? Ja. Weiberleute? Ja, Fräulein, Weiberleute, ich war ja nicht in einem Kloster. Eben, ja. Ja, und bei denen Leuten, da war eine dabei. Ein Weiberleute? Ja, ein Weiberleute, du weißt schon, so eine zutrauliche eine. Ja? Ja, eine, die wo dich nicht mehr auslässt, wenn es die einmal hat. Aha, und jetzt hängst du? Nein, ich nicht. Nein? Sie? Ja, ich habe mich eigentlich bloß mit ihr unterhalten, weil ich so Heimweh gehabt habe. Du hast Heimweh gehabt. Na ja, und ein bisschen puzzelt haben wir schon auch. Mhm. Na ja, und sie hat das anscheinend ernst genommen, weil... Was weil? Jetzt kommt's. Hä? Ja, und bald auch noch. Sie hat mir ein Telegramm geschrieben, öffne deine Arme, ich fliege zu dir. Oh, du heiliger St. Leonhard. Ja, das habe ich auch gesagt. Ja, ja, und wie geht es weiter? Also die Resel darf auf keinen Fall was erfahren. Ich bin froh, dass dir ein Briefträger nicht begegnet ist. Ich weiß mir selber nicht mehr weiter. Der Hartl muss mir helfen. Ach so, du meinst also, wenn der Hartl deiner Resi Bescheid sagt, dass du einen Besuch kriegst, dann ist sie weniger böse, oder? Ich sag dir doch, die darf auf keinen Fall was erfahren. Ja, und weißt du schon auch, wie du das machen willst? Ja, ich gar nicht. Der Hartl muss machen. Der Hartl? Ja. So, und wie, wenn ich fragen darf? Also pass auf, ich hab mir schon was ausgedacht. Ja? Was ging? Ja, wie ging's denn? Wenn die Ingeborg kommt. Ingeborg? Ah, Ingeborg heißt sie. Hat sie dir auch was geborgt, die cool. Ingeborg? Ja. Hör auf mit deinen Witz. Hm? Mir ist nicht zum Lachen. Mhm. Also pass auf, wenn die Ingeborg kommt, ja. Dann
dann tue ich einfach so, als wenn ich es gar nicht kennen würde. Was? Ja, ich sag, dass sie mich wahrscheinlich mit meinem Zwillingsbruder verwechselt, weil ich gar nicht auf Kur war, sondern er. Und du glaubst, der Hartl macht da mit? Kirkel, du bist doch auch mein Freund. Ja, ja, ja. Du musst dem Hartl zureden. Er muss mir helfen. Sag ihm, dass das die letzte Dummheit war, die ich gemacht habe. Um Gottes Willen, ja. Die letzte Dummheit, ja. Sag einmal, wie schaut denn die aus? Oder wie? Ja, mei. Mittelalter, Jüngeres, verheiratet. Witwe. Ja. Witwe. Mhm. Hast du Bruderschaft gemacht mit ihr? Ja, ja. Sag mal, wie heißt die überhaupt das Nest, wo du in Kur warst? Das ist kein Nest, das ist ein Rehabilitationszentrum. Sag das bitte nochmal. Was war das? Ein Rehabilitationszentrum. Aha. Und was hast du da gemacht in diesem Restaurationszentrum? Ein Rehabilitationszentrum, das ist sowas wie eine Kuranstalt. Da wirst du wieder fit gemacht, da habe ich Massagen gekriegt. Aha, und da hast du auch deinen Kurschatten gekriegt, ne? Nein, die habe ich nicht direkt dort gekriegt. Die habe ich beim Vogelbauer habe ich die gekriegt. Beim Vogelbauer? Ja, das ist so ein Wirtshaus in der Nähe. Aha. Und da. Hast du sie gesehen? Ja, da hat sie Urlaub gemacht. Kurschatten ist ein blödes Wort, ne? Also, pass auf. Das ist also die Inge, heißt die Inge, ja, Kurschatten. Moment, pass auf. Du weißt ja, wie solche Sachen immer hergingen. Ja? Ich habe ein bisschen hingeschaut, sie hat ein bisschen hergeschaut. Und dann hast du recht und reingeschaut, ich weiß schon, ja, ja, und dann? Na ja, und dann haben wir eben Bruderschaft drüber. Dann hast du Bruderschaft drüber. Ja. Ja, und nachher? Meinst du, dass ich dir alles verzeih? Ja, das musst du nicht. Du kannst es für dich behalten, aber dann weiß ich nicht, wie wir dir helfen sollen. Ich und dein Zwillingsbruder, der Hartl, ne? Ja, nein, wieso ihr zwei? Na ja, Frau Hörli, du glaubst doch nicht, dass dein Bruder dich allein aus dieser Situation herausbringt, oder? Ja, gut. Na, sag mal, hast du was gehabt mit ihr? Also, fragen du hast du wie ein Kriminaler. Ich bin auch jetzt ein Kriminaler. Hast du was gehabt? Nein. Nein? Und Jungen, schau. Aber der ja schon gesagt. Und verheiratet ja. Hast du Bruderschaft? Nein, das ist nicht. Witwe. Hast du Bruderschaft gemacht mit ihr? Ja, sag er dir doch wieder. Ja, wegen Puzzeln, ja, 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 ja. Und gehabt hast du nichts mit ihr? Nein. Schwör mir das. Ja, ich schwör. Nein, nicht so hudli-wudli. So was muss ernst gesagt werden. Ich schwöre. Gut, also. Jetzt gehst du heim und sagst deinen Knecht, er soll diese Dame vom Bahnhof abholen, mit dem Leiterwagen, gell? Mit dem Leiterwagen? Jawohl, für die Koffer, und sie selber soll er laufen lassen, ne? Und dann soll er sie sofort hierher bringen, hierher ins Haus. Vorher. Jawohl. Und du lässt dich ja nicht sehen, oder? Oder weiß ich, dass du einen Zwillingsbruder hast? Nein. Also gut, du verschwindest und bleibst so lange weg, bis sie erledigt ist, gell? Erledigt? Ja, umbringen darfst du es für nicht. Ja, das weiß ich, das muss ich erst aus der Lage entwickeln. Weißt du noch was? Du bleibst zu Hause und beobachtest die Luft. Und wenn ich dir die Laura hinüberschicke, schickst du mir sofort eine Antwort retour, damit wir wissen, was wir machen müssen. Damit wir wissen, was wir sagen sollen. Ne? Oh, Herr Kommissar, bereit sein ist alles. Also dann verschwinden wir wieder. Du bist halt da. Ja. Sag einmal, spinnt denn der? Ha? Der hat mit dem Stuhl runter. Ach ja, Kirkel. Ja, Kirkel, um Gottes Willen, was ist denn mit dir? Der dreimal darfst du raten, ich glaube, ein Ochs hat mich geschlagen. Wir haben doch gar keine Ochsen. Ja, noch nicht, aber wann schon gegangen, den bin ich erwischt, mein Lieber. Jesus, Maria. Ja, was hast du denn? Also, pass auf, Stasi. Was ist denn? Es ist was Furchtbares passiert. Also, jetzt pass mal auf. Jetzt sitzt immer nieder, wir sitzen nämlich in dem Mist. Verstehst du? Jetzt sitzt die in meinem frischen Mistbeet drin. Gibt's denn sowas, ha? Mei, und wird das stehen? Ja, das glaube ich, ist ja Mist. Ja, was soll ich jetzt tun? Ja, trockenlegen, durchstehen, he? Das ist ganz klar. Aber ein bisschen schnell und dann kommst du wieder. Ich brauche dich und zwar ganz notwendig. Mei, der Kirgel braucht mich. Hm? Und notwendig auch noch, ja? Gesagt. Jetzt geh ich noch gerade einmal zu. Ja, geh. Und vergiss nicht, schick dich. Wir sitzen sonst drin. So, Kirgel, bin schon wieder da. Der Weinberger war nicht da. Ich muss ja auf die Nachbarn mal rüber. Ja. Du hast schon einen Flugpost gekriegt. Flugpost, dein Bruder ist selber rübergeflogen. Ja. Oh Gott. Der sitzt wieder drin im Dreck, um Gottes Willen. Wenn sie das auch wieder rausbringen, komm, erzähl. Also, pass auf. Dein Bruder, der hat in einem Ort, den kann man nicht merken, ein Weiberleid kennengelernt, gell? Ja. Und die kommt jetzt daher, das heißt, die ist schon bald da, ne?
Was tut er denn da? Ja, nix. Da, wenn ihm die Resel draufkommt, dann hat er den zweiten Fuß auch noch. Eben. Und darum müssen wir ihm helfen, ne? Ja, aber wie denn? Ja, da hab ich mir eben was ausgedacht. Also, pass auf. Dein Bruder hat in einem Ort, also wie gesagt, den kann man nicht merken. In dem Rehabilitationszentrum, wo er da war. Jawohl. Das sag ich ja da, ne? Ja. Hat eine Dame kennengelernt und diese betreffende Dame kommt jetzt hierher. Und nachdem es von eurer Sorte, dass sie nicht weiß, dass es von eurer Sorte zwei gibt, bist du jetzt derjenige welcher. Du bist ab sofort der Bartel. Du warst in dem Kurzentrum und sie ist ab sofort dein Kurschatten. Ne? Das geht ja nicht, ich kenne ja die gar nicht. Kenne gar nicht, das ist die Kleinigkeit. Wenn diese besagte Dame da bei der Tür reingeht. Was da bei der Tür? Ja, da geht's. Moment. Jetzt erzähl mir das Ganze einmal noch mal von vorn und ganz langsam. Noch mal von vorn. Was ist los? Wie gesagt, der Neusel von deinem Bruder, der geht am Bahnhof und holt diese betreffende Dame ab und bringt sie hierher. Und du musst den Bartel spielen. Und zwar so lange, bis wir sie wieder draußen haben. Für die Gott, arrivederci, servus. Aber nicht, was? Das geht nicht, das kann ich nicht. Das kannst du nicht? Nein. Gut. Dann lass dir von der Stasi deinen schwarzen Anzug aufbügeln, weil du nämlich in 3 Tagen zu deinem Zwillingsbruder auf die Leiche gehen kannst, ne? Da studiert man wie ein Atomwissenschaftler und alles umsonst. Weißt du vielleicht was Besseres, ne? Du hast ja recht, der, also nachher. Der Plan ist ja gut, der kann ja wahrscheinlich gar nicht besser sein. Ja, wirklich nicht. Ja, da müssen wir jetzt halt zusammenhalten. Ja. Sag einmal, was tat denn der, wenn der mich nicht hätte? Und mich, oder? Ja, und die. Du bist halt doch unser beider bester Freund. Das glaubst du, mein Lieber. Ja, sag einmal, sind denn die alle wahnsinnig? Wenn das so weitergeht, dann gehe ich in die Restaurationszentrale. Also. So, komm rein. Sitz dir ein bisschen her zu mir. Ja, ich habe aber nicht lang Zeit. Ich muss nämlich der Mutter noch was zum Essen richten. Ist noch nicht besser. Nein. Seitdem voriges Jahr der Vater gestorben ist, gefreut sich das Leben nicht mehr. Es muss eine große Liebe gewesen sein. So wie die unsere, hä? Ja, so wie die unsere. Magst du mich noch? Nein. Dann muss ich dich dazu zwingen, gib mir ein Puzzle. Noch eins? Nein, jetzt ist genug. Magst du mich jetzt? Nein. Dann muss ich mir eine andere suchen. Was? Du eine andere? Ja. Traust mir das vielleicht nicht zu? Nein. Sag einmal, bist du eigentlich gar nicht eifersüchtig? Nein, das kenne ich nicht. Das wird es auch bei mir nie geben. Ja, dann hast du mich ja nicht so gern, wie du mich eigentlich haben solltest. Okay, was hat denn das mit dem Gernhans da? Nein, richtige Liebe ohne Eifersucht gibt's nicht. Sag einmal, war dir das ganz gleich, wenn ihr andere puzzeln würdet? Ja, ganz gleich. Ganz gleich? Ja, ganz gleich. Was ich sag, sie mag mich nicht so, wie ich es gerne hätte. Da, Bauer, schau her, da habe ich jetzt einen frischen Schurz. Der Bauer braucht jetzt keinen frischen Schurz, wenn jeden Augenblick der Besuch daherkommt. Ach so, ja, halt, apropos Besuch, Stasi, du musst mal drum die Kammer herrichten. Gleich. Die Stasi weiß Bescheid, die sind allen eingeweicht, ne? Ja, der Gürgel hat gesagt, er braucht mich. Ja, ist schon. Ja, aber du, ich muss dir sagen, mir ist die Mut wie vom Zahn reißen. Warum denn? Ich bin eiskalt. Da, ja. Ich glaube, ich habe einen Schüttelfrost oder was weiß ich. Du, wenn nur das Theater schon vorbei war, ich glaube, ich halte das nicht aus. Okay, du brauchst doch bloß das tun, was ich dir gesagt habe. Übrigens du, ja. Hast du es der Fifi schon gesagt? Nein. Ja, wieso denn nicht? Ja, weil ich nicht dazugekommen bin. Ach, ist weißt du, was da passieren kann? Du sitzt da herin mit dieser Engel, gibt dir zufällig ein Puzzle, die Fifi kommt bei der Tür rein und ist ganz grundlos eifersüchtig. So. Ja, das wäre ja gut, Bauer. Was wollen? Dann könntest du die Fifi gleich testen, ob's eifert, wenn du mit dir ach da... Ach so, ja, das ist gar keine schlechte Idee. Dann weiß ich endlich, was mit der Fifi steht. Ha? Und dann gibt's entweder bald eine Hochzeit oder ich stirb an gebrochenem Herz. Geh weiter, an dem stirbt man doch gar nicht. Was weißt denn du? Freilich weiß ich das. Sonst wäre ich ja schon längst hin. Sag einmal, meinst du wirklich, dass die nichts merkt, dass ich nicht der Bartel bin, sondern der Hartl? Ach, woher denn? Ach, geh, Bauer. Wenn wir die nicht einmal auseinander können. Ich weiß nicht. Obwohl. Was? Ich weiß nicht. Was denn?
Irgendwas ist beim Bauern anders. Jetzt hör doch auf, machen doch nicht nervös einen Blick. Au. Jetzt habe ich mal meinen Fuß und kaut wegen dir. Der Fuß, jawohl, der Fuß. Ja, der Fuß, machst du das Hirn da drunten? Ha? Nein, der Fuß. Der Bartl hinkt, aber der Bauer hinkt doch gar nicht. Ja, also, was tun wir denn, wenn die merkt, dass sie nicht hinkt? Ja, dann musst du ihm hinken, ist doch ganz einfach. Mit was für einem Fuß hinken der Bartl? Mit was hinkt? Mit dem linken, mit dem linken. Nein, ja. Mit dem rechten. Mit dem rechten? Du musst ja voll für dich passen. Gut, dass sie mit den geht. Drei hier sind doch bist du jetzt. Schon. Was? Das ist ein ganzer Schwarze, ist was, das? Was, eine Negerin? Nein, schwarze Haare hat sie. Ach so. Gürgel, wenn du mich brauchst, ich bin in der Küche draußen. Genau, ist richtig. Solltest du mich suchen, ich bin in meiner Kammer. Weißt du? Untersteh dich und geh jetzt weg. Bleib bitte da. Ich muss da bleiben. Lass mich nicht allein. In Ordnung. Ja, ich bin ja so nervös. Was? Du, wie heißt denn sie überhaupt? Wie heißt, was muss ich sagen? Inge, aber du musst Inge rein, musst sagen, Inge rein, ne? Ja, gute Nacht, das kann was werden. Ja, und vergiss nicht zum Hinken, gell, Hinken, musst du Hinken. Bartelchen, wo bist du denn? Hast du das gehört? Bartelchen, wo bist du denn? Ja, geh hinaus, du musst doch rein. Nein, einen Meter geh hinaus, sag ich, sie soll reingehen. Hey, du, du sollst reinkommen! Hinken, musst du hinken! Bartelchen! Ach, wo bist du? Ach, wie hab ich mich nach dir gesehen? Ingelein, Ingelein! Ja, Inge. Aber sag doch Ingelein zu mir, so wie früher auch. Weißt du, während der ganzen Bahnfahrt da hörte ich ja den Zug immer wieder singen. Ingelein, Ingelein, Ingelein. Und ich habe immer gesagt, Bartelchen, Bartelchen, Bartelchen! Wollen wir uns vielleicht, wollen Sie sich nicht vielleicht übersetzen? Ja, natürlich, gerne. Du sagst sie zu mir? Hm? Ja. Ach so, natürlich, wegen dem Gesinde. Was bin ich, auf Sie? Nein, ich bin ja Gesinde, schau Sie mal. Nein, der Gürgel, das ist mein bester Knecht und auch mein Freund. Ja? Ja, dann ist das natürlich etwas anderes. Ja. Grüß Gott, Gigel. Ich weiß nicht, Gigel. Ich heiße Gürgel. So wie Gurgel, bloß mit I, Gürgel. Also dann Gürgel. Nein, nicht mit K, dir ganz weich, ein weicher Gürgel. 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 Jawohl, genau das ist es, jawohl. Sollten wir uns nicht vielleicht doch übersetzen? Ja, das wäre sehr nett von dir. Weißt du, die Bahnfahrt hier herauf, die war ja sehr ermüdend. Ja, ja, also es war schrecklich, ja. Aber doch nicht so zusammenknüdeln. Na, knüdeln wir wieder auseinander. Ach, bitte, legen Sie es doch auf mein Beauty-Case. Auf was für ein Case? Wir haben bloß einen Rinnigburger an der Heimann, echt der Stingelten. Sag mal, Bartelchen, hat nicht vielleicht dein Knecht draußen etwas zu tun? Nein, das Knechtelein hat nichts draußen zu tun, weil der Bartelchen gesagt hat, heute habe ich frei. Ja. Alles wegen dir, ne? Also jetzt hör doch, der sagt ständig du zu mir. Ja, das ist bei uns so. Also wir sagen zu allen Leuten du. Ja? Ja, ja, zum Doktor, zum Lehrer, sogar zum Pfarrer. Ja. Nein. Ja, wir sagen Pfarrer du, ja, ja. Ach, ist das entzückend. Okay, ja. So ganz ohne Bruderschaft. Bruderschaft. Das können wir nachholen, Bruderschaft, jawohl. Und das holen bring wir auch ein Glasl mit. Jawohl, da. Wir auch ein Glasl, gell? Okay? Einen Moment, gleich komm ich grins, oder? Jetzt, so, da gibt's jetzt einen. Du hast ja schon Bruderschaft drin. Ja, aber einen Schnaps. Also gut, dann kriegst du noch einen ausnahmsweise. So, da, jetzt komm ich her, da. So, da, sag ich her. Also dann. So, wie heißt denn du? Was will er? Wie du heißt. Ach so, Inge. Inge, also sag ich her, Inge, jawohl. Was? So, jetzt komm raus hinter den Tisch, dass er da eine Bussel gehen kann. Was meint er? Du sollst zu ihm kommen. Ach so, ja? Natürlich, wegen dem Bruderschaft. Komm ran, lieber ran, komm ran. Ja. Ja. Ist
Was? Ja, du schaust. Was war denn das? Mir ist gleich die Luft weggeblieben. Ja, warum puzzelst du nicht gerne? Ja, doch schon, aber doch nicht so. Also ich muss ja feststellen, du küsst ja ganz anders. Ja, jeder hat ja seine Qualitäten, gell? Ja, natürlich. Du trinkst doch auch eine Tasse mit. Ja, das wäre aber nett. Ja. Stell dir vor, ich habe ja seit heute Morgen keinen Bissen mehr gegessen. Ja, also, in diesem Bummelzug, da war ja nicht mal ein Speisewagen. So ein Speisebummel, ha? Selbst. Ja. Aber jetzt bin ich ja bei dir. Ja. Da war jetzt der Kaffee. Ach, was ist denn das für eine reizende Person? Ja, das ist... Das ist unser Geisterbaum. Das ist unsere Stasi. Ja. Stasi, grüß Gott. Ach Stasi, würdest du so nett sein, mir bitte ein Glas ganz kaltes Wasser bringen. Mich brennt mein Mund wie Feuer. Vom Schnaps? Der ist doch gar nicht so stark. Aber nein, doch nicht vom Schnaps. Weißt du, der Gürgel, der hat mich so stark geküsst, ja. Der Gürgel ist ein Meister. Oh. Was? Oh. Kaffee gibt's keine mehr heute. Schade, sehr schade. Ja. Na, Bartelchen, freust du dich, dass ich zu dir gekommen bin? Na, war das eine Freude, wie das Telegramm gekommen ist. Ja. Ja, also ich musste einfach kommen. Ja. Ich habe mich in den Zug gesetzt und da bin ich. Also, wenn das mein Bruder wüsste, wo ich bin. Du hast einen Bruder? Ja, natürlich, aber das weißt du doch. Ja, aber das weißt du doch. Ja, also mein Bruder, der bewacht mich ja. Tja. Wie ein Drache seine kleine Prinzessin. Ja, man muss ja mal ein paar Stunden nicht aufgepasst haben. Ja. Also der wird ja toben, wenn er meinen Brief liest. So, was hast du ihm denn geschrieben? Ja, ich habe ihm geschrieben, ja. Lieber Toni, ich heirate. Hm? Und diesmal ist es der Richtige. Du hast gesehen, dass du heiratest, ja? Und er ist dagegen? Ja, aber das weißt du doch. Das weißt du doch? Ja, also, ich bin doch Witwe. Ja. Ja, und vor einem halben Jahr, da habe ich nun einen Mann kennengelernt. Aha. Ja, und ich war etwas leichtsinnig und habe ihm von meinem ganzen vielen Geld erzählt. Aha. Ja, und dann stellte sich heraus, dass es ein Heiratsschwindler war. Ja, also sowas passiert mir ja nie wieder. Mhm. Ja, und da hat mir natürlich damals mein Bruder aus der Patsche geholfen. Ja, das kennen wir. Ja. Bruder hilft, gell? Ja. Ja. Und jetzt hat er natürlich Angst, dass mir so etwas nochmal passieren könnte. Ja. Und du willst also jetzt wirklich heiraten, hm? Ja, nicht wahr, Bartelchen? Oh, bitte. Jetzt wird's Zeit, dass wir dem Fräulein das Zimmer zeigen, damit sie sich etwas entrusen kann. Ne? Was kann ich? Naja, warst du mal vom Zug, von der Lokomotiv, der Staub und der Dreck. Ja, ich trage noch die Koffer. Nein. Das macht sicher alles mein Bartelchen. Ja? Ah, ja. Bartelchen, trägst du mich über die Schwelle? Na, freilich, er ist doch ein Schwellenträger. Na, weißt du, ich bin nämlich so nostalgisch. Ja. Geh bloß mit dir. Soll ich mitgehen? Gut, also die Koffer trage ich doch wieder auf. Nein! Es tut mir leid, dass das ganze Treppe rausgefallen ist. Aber das muss wirklich nicht sein. Das kann mein Bartelchen auch machen. Der Bartelchen kann das nicht machen. Du musst mitgehen. Weinst denn du schon wieder? Nein, noch einmal. Warum denn? Was hast denn schon wieder? Buselt hat es. Und zwar so, dass er keine Blasen auf die Lippen gekriegt hat. Wen denn? Unser Besuch. Was ist für ein Besuch?
Ja, der vor einer halben Stunde da gekommen ist, die Freundin vom Bauern. Und da bleiben wir jetzt auch. Was? Da wohnen? Ja, wer ist denn? Ja, was weiß ich, so ein Nobles, so ein Geidige. Also pass auf, zuerst ist ein Telegramm gekommen, dann ist der Zug gekommen und dann ist sie gekommen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich um meinen Gürtel kommen. Die ist nämlich nicht bloß hinter dem Bauern her, sondern auch hinter meinem Gürtel. Mein lieber Pfiffi, das ist ja ganz eine rasante. Da musst du aufpassen. Dass mir der Hartl nichts gesagt hat? Wie schaut's denn aus? Na, mir gefällt's überhaupt nicht. Aber am Bauern und am Gürtel wahrscheinlich. Also ich verstehe das alles nicht. Du, die ist eine Gefahr für den ganzen Hof. Weißt schon sehen, die will alle zwei heiraten. Gell, du fantasierst ja. Ich hab's doch gehört, was vom Heiraten gesprochen haben. Und Hartlchen hat's zum Bauern gesagt. Jawohl, Hartlchen. Ja? Also wenn das stimmt, was du da sagst, dann müssen wir ja wirklich aufpassen. Mhm. Du hast mir direkt einen Schrecken eingejagt. Sag einmal, wo hat denn der Bauer die nur gerade her? Ja, vorige Woche war er in der Stadt drin, vielleicht hat er es da kennengelernt. Und wirst sehen, die heiraten doch alle zwei. Okay, alle zwei kannst du doch gar nicht heiraten. Mhm. Jedenfalls nicht zugleich. Na ja, dann heirat's halt einen Bauern und einen Gürtel, den nimmst du dann zum Puzzeln. Stasi, jetzt hör einmal zu. Du musst jetzt deine Augen offen halten. Du darfst ihnen nicht von die Fersen gehen. Lass sie nie allein, hast du gehört? Ja, aber wenn mich dann der Bauer anschreit oder gar rausschmeißt. Okay, dann stellst du sie ganz einfach taub, steckst eine Watte in die Ohren und sagst du hörst nicht, weil du Ohrenweh hast. Ich bitte, Stasi, mach das. Tust du jetzt eifern, Pfiffi? Okay. Ich und eifern? Na, ein bisschen eifern die. Und wie es eifert. Oh. So, Gürge, jetzt muss ich du ein bisschen um sie kümmern. Gell? Ich gehe jetzt nur mal zum Weinberger rüber. Aber bitte lass mich nicht so lange allein mit dir. Ich sage, die macht einen müde. Da stelle ich lieber den Zentner Kartoffeln. Gürge, die muss aus dem Haus und zwar so schnell wie möglich. Schaut, dass dir da was einfällt. Ja, mir was einfällt. Hoffentlich fällt mir was ein. Das Einzige, was mir einfällt, ich brauche einen Schnaps. Jetzt zuerst einmal. Das ist ein ganz guter Einfall. Prost, Gürge. Mit dir trinke ich am allerliebsten. Ja. Mmh. Ah. Na, Gürtel, schau mich an! Was? Was sagst du? Ja, verrückt. Diesen Anzug habe ich mir extra für hier heraus gekauft. Was sagst du dazu? Ja, flabelhaft. Ich sag das, der schwingt das Bartelchen siebenmal lieber, dem es reicht. Wo ist er denn, mein Bartelchen? Dein Bartelchen ist gerade zum Weinbergerchen hinübergegangen, ja. Aber muss aber bald wieder kommen, muss halt der Wein mit mir vorlieb nehmen, gell? Mach ich doch ja. Gerne. Machst du gleich einen Schnaps dabei trinken mit mir, gell? Ja, aber klar natürlich. Doch. Natürlich, so, jetzt. So, Inge, da geh her. Also dann. Also. Prost! Jürgen. Prost, Inge! Was feinst du? Gleich noch mal nachschenken, gell? Also, ich hätte ja nie gedacht, dass es so nette Knechte gibt. Ja, warum meinst du, mir Knecht ist ein Menschenfresser, hä? Nein, das natürlich nicht, aber weißt du, beim Vogelbauern, da gibt es auch einen Knecht, ja, und der ist immer so mürrisch, wenn ich mit ihm spreche. Ja, vielleicht gibt es auch mürrische Knechte. Und gleich noch mal nachschenken, gell? Ja, danke. Ja? Ach, Gürtel. Was hast du denn? Ja, Gürtel, was hast du für eine feine Haut? Gell? Ja, die ist ja wie Samt. Und Seide, gell? Ja. So eine Haut habe ich Abi und Abi bis auf den Abi. Also bei deiner... Bei deiner groben Arbeit. Gell, da schaust du. Ach, Gürtel. Was? Verrate mir doch dein Geheimnis. Was denn für Geheimnis? Was benutzt du denn für eine Creme oder was für ein Toilettenwasser? Na, Toilettenwasser nimm ich nicht mehr. Da ist mir jedes Mal der Portikel auf den Hinterkopf. Ja. Nämlich immer noch Brunnenwasser, das schöne Brunnenwasser, frisches Brunnenwasser.
Gegel, die Stasi, ich hatte so Hunger. Ein Hunger hast du? Ja, bitte. Du Stasi, die... Ja, jetzt ist nicht mehr da. Trink mal dabei noch ein Schnapserle, das ist gut für den Hunger. Also dann, Prost! Prost, Prost! Mit dieser Weidersaft bin ich eher besucht. So, Gürgi, und jetzt erzählst du mir etwas vom Bauern. Vom Bauern? Nein, vom Bauern, da will ich dir lieber nichts erzählen. Wieso denn nicht? Er ist doch noch ledig, oder? Ja, ledig ist er freilich, ja. Aber er kann doch nicht treu sein, denn treu kann er nicht sein. Was? Da sind die Olimaren, lauft er her, ja. Bei uns im Dorf gibt es überhaupt keinen Maren mehr, das er nicht schon gehabt hat. Und die anderen zwei Nachbarn dürfen es auch schon bald tun. Ja, drinnen lass mich auch noch mit. Das ist ja entsetzlich. Ja. Aber das... So ein untreuer Mensch. Aber sonst ist er recht lieb und brav, ja. Gürgel? Ja? Gürgel, kannst du eigentlich treu sein? Treu? Ich? Habe ich mag schon, ja. Ja? Ja. Gürgel? Was denn? Gürgel, hast du schon eine Frau? Nein, ich bin noch vollkommen ledig. Freien ledig, ja. Ledig? Ach, die Stasi, ich hab so... Ja, du Stasi, die Idiot, Hunger, die Bra... Hallo! Das ist ein Doritz, lieber Herr, ein gehörloses Weib. Also noch. Prost! Also, wirklich, mein Hunger, ich mache die bald auf. Gürgel? Ja? Warum hast du denn noch keine Frau? Na, warum? Weil... Mich muss ich mal einen nehmen, so wie ich bin. Ich hab nichts und ich krieg nichts, ne? Was? Ja. Aber Geld, okay, Geld spielt doch überhaupt keine Rolle. Geld, ja, genau wie bei mir. Bei mir ist das Geld auch das Wenigste. Ja. Also ich muss ja sagen, Geld interessiert mich ja überhaupt. Na, vielleicht hast du so viel, ne? Nein. Weißt du, ich bin ein Mensch, ich gehe nach mehr, nach Gefühl. Na, kannst du machen. Ja, so mit Mondschein. Aha. Mach den. Nachtigallen Gesang. Ich höre die Trapsen, ja. Also ich würde ja den ärmsten Menschen heiraten, wenn ich ihn nur lieben würde. Ja, aber kann ich nicht gehen. Doch? Ja. Jawohl. Auch einen Knecht. Ja, dann mir hat's gar nicht. Hallo, Stasi, die Inge hat einen Hunger, die mag wohl. Ja, ist das Maria? Das ist ein Engel auf, das ist nicht gern. Na, trink mal wieder weiter. Weißt du, Gürgel? Ja? Gürgel, ich muss sagen, mein? Dieser Schnaps. Er ist mir ausgezeichnet. Ja. Und vor allen Dingen, man merkt überhaupt nicht, dass man was getrunken hat. Na, da wirst du dich aber täuschen, mein Lieber. Der laut hinunter wie das Wasser und dann noch auf einmal, da haut's einen um. Um? Aber ich fall doch nicht um, und ja. Wenn... Dann nur in deine starken Arme. Weißt du, der Mistbrotzeit kommst da gleich dazu, Brüten. Also ich sag dir was, allmählich wird mit diesem Stasi unheimlich. Na, brauchst du nicht, Dinger. Doch, ich glaube, die hat was gegen mich. Nein, das glaube ich nicht. Doch, ich glaube, die hat was gegen mich. Mensch, so. Brot. Und jetzt musst du mir unbedingt noch erzählen. Was? Was der Bauer für einen Charakter hat. Charakter. Hat er einen guten Charakter. Nur voriges Jahr hat in einer Wirtschaft eine Rauferei angefangen mit einem Burschen, weil er ihm das Mädel ausgespannt hat. Dann hat er 3 Monate Bewährung gekriegt. Ja. Was? Und im Winter, da wird er meistens verhaftet wegen Wilderei, weil er mit dem Gewehr immer so schnell bei der Hand ist. Das ist ja entsetzlich.
Aber sonst ist er ein braver, lieber Mensch. Aber so schaut er doch überhaupt nicht aus. Ja, das ist nein, ja nicht aus, ja. Das hätte ich ihm überhaupt nicht zugelassen. Naja, ne, dem traue ich auch nicht zu. Nein, aber wenn ich mir das überlege, dann bin ich ja direkt in Gefahr. Gefahr? Wir schon? Doch, ja. Doch, bin ich richtig in Gefahr. Du brauchst ihn in Gefahr, sein. Jürgen. Ja. Aber weißt du, was mir jetzt auffällt? Was fällt dir auf? Wie ich hier angekommen bin. Die Flaschen her. Da hatte ich das Gefühl, als wie das in meine Anwesenheit gar nicht recht wäre. Ja, die sind sogar sehr recht, weil du etwas Neues bist für ihn. Er braucht einen Kostwechsel, braucht er. Jedes Madel muss her, ganz egal, wie es ausschaut. Und du auch, ja. Ja, was spielen Sie denn? Hoppala. Hm. Was bildet sich denn der ein? Ja, was bildet sich der? Für was hält denn der von mich? Was hält denn der überhaupt von dir, ne? Kommt überhaupt nicht in Frage. Nein, sowieso nicht, gell? Nein. Aber... Jürgen? Ja? Jürgen? Oh, lass mal auch noch was drin. Was soll ich jetzt tun? Was du tun sollst? Saufen musst du, saufen. Immer nur saufen, wenn unser Bauer ein besoffenes Weib sieht. Dann hat er sofort einen Grausen. Dann geht er an ihrer Kammer vorbei. Ja. Dann schaut er nicht einmal hinein. Dann schenk mir ein. Jawohl. Nein. Ja, das ist gut, wenn er dann nicht hineinschaut. Jawohl. Aber Kirgel, Kirgel, ich muss eines sagen. Was musst du sagen? Kirgel. Du bist einfach mein Retter. Ja. Jawohl! Mhm. Jawohl, ja. Du bist mein Retter. Jawohl, los. Brust. Kirgel. Ja. Kirgel, ich liebe dich. Hm? Jawohl, ich kirgel dich. Jetzt wäre so eine höchste Zeit, dass du in der Bild kommst. Auf geht's, komm. Ich bring mal den. Das glaubst du mir nicht, aber ich liebe dich, weil du bist nämlich ein Retter. Ja. Und alle Retter liebe ich. Jawohl, du bist der Liebesretter. Jetzt geh her, da gehen wir her, du der Hand, da geh ich mal. Was werde ich denn machen? Ins Bett gehen wir miteinander, ne? Stasi, wo ist denn der Bauer? Jetzt so red doch, wo ist er denn? Stasi! Ja, was, die haben wir nicht, okay, dann höre ich nichts. Wo der Bauer ist, möchte ich wissen. Der Bauer? Der tragt gerade seine neue Freundin ins Bett auf. Na, das ist nicht wahr. Sag sofort, dass das nicht wahr ist. Freilich ist es wahr. Die hat ja gar nicht mehr stehen und gehen können vor lauter Rausch. Die hat er schon tragen müssen. Ach, und jetzt ist er in der Kammer. Aber bei ihr um. Das sag ich dir gleich, Fifi. Da geh ich nicht auf zum Aufpassen, gell? Also, das hätte ich dem Hartl wirklich nicht zutraut. Ja, wir sind schon zwei arme Teufel, gell? Was tun wir denn jetzt? Gar nichts kommen da. Das müssen wir jetzt so nehmen, wie es ist. Also, ich gehe ins Kloster. Gehst mit, Fifi? Also, dass er mir sowas antut. Wo er doch ganz genau weiß, dass ich ihn so gern hab. Aber mir geschieht's ja ganz recht. Ganz recht. Okay, Fifi, aber jetzt eiferst. Geh, ich eifer doch nicht. Überhaupt nicht, du, ich eifern. Und wie er dir eifert. Ho. Das sagt sie. Wo ist denn der Kirgel? Der Kirgel, der ist mit dem mannstollen Weibspult in der Kammer. Was, in der Schlafkammer? Mein lieber Bauer, da haben wir uns was eingehandelt mit dir. Wenn du nicht da bist, dann passiert es mit dem Kirgel umeinander. Weißt du, was gesagt hat? Hm. Ach, hast du eine feine Haut. So eine feine Haut. Jetzt stinkt er mir gleich, dass ich nicht gleich das Messer reingerinnt hab. Stasi.
Was pulst du denn da ein? Das tut doch der Kirgel alles bloß für den Bartl und für mich. Ah, oh, so kommt mir das nicht vor. Ganz verrückt ist er nach derer. Okay, und deswegen ist er mit ihr ins Schlafkammern aufgegangen. Drang hat er's müssen. Die hat er gar nicht mehr stehen und gehen können vor lauter Rausch. Ja, dann brauchst du doch erst recht keine Angst um deinen Kirgel haben, wenn er so einen Rausch hat. Ja, momentan habe ich ja keine Angst, weil er genauso besoffen ist. Und da ist er hoffentlich müde. Ja, ich bin auf alle Fälle. Ich bin auf alle Fälle froh, dass die jetzt einmal in ihrer Kammer ist. Jetzt ist wenigstens eine Zeit lang eine Ruhe da, Herrin. Du, geh zu, mach mal was zum Abendessen. Ich geh dann noch zu der Fef hinüber. Oh, Bauer, da abraten heut. Warum die denn? Die Fefi ist gar nicht gut zu sprechen auf die heut. Ja, warum denn nicht? Ja, weil, weißt, ich hab ja nämlich gesagt, dass du mit der in Kammer bist. Was, ich? Ja, wieso denn das? Du hast doch gesagt, ich soll dir helfen, dass wir Pfeffi eifersüchtig machen. Ja, aber doch nicht sagen, dass ich mit ihr in der Schlafkammer bin. Das ist zu viel. Ja, mir ist auch zu viel, dass der Kirgel mit dir drum ist. Du musst ja tragen. Außerdem, geh mit der Pfeffi ins Kloster. Ja, aber zuerst machst du mir was zum Abendessen, geht's so. Ja, aber sag dir, sie kriegt nichts, gell? Ja. Guck mal die aus. Ja, jetzt gehen wir zu. Meldige Warschamt, Feinkampf um Welt. Und ich total besoffen. Das macht nichts, Gerd. Aber, ich habe dich so schlecht gemacht. Du musst mir verzeihen. Was hast du mir recht ausgerichtet bei ihr? Ja. Ja, vielleicht hat's noch die Nase schon voll und haut endlich ab. Ich habe dich einen Kittelschmecker geheißen, einen Räubernadelchen, einen Wilderer und noch viel ja, mehr. Hallo, ja. Bist du mir nicht böse? Nein, ich bin da nicht böse. Nein? So, wo gibt's einen Bauern, der nicht böse ist? Wie mein Bauer? Bauer, aber ich reiße mich zusammen. Jetzt fahre ich die Milch noch mit dem Traktor, Resi, ich hole die mit dem Traktor. Du fährst mehr, ich trage die jetzt in der Kammer nach. Ja, mein Gesicht kommt mir bekannt vor. Wer denn die Stasi sein? Stasi? Stasi! Jesus, Bartl, hast du mich jetzt erschreckt? Sag einmal, Fifi, wie gibt's das, dass du uns als Einzige auseinanderkennst? Du bist wirklich die Einzige, die mich vom Hartl wegkennt. Das ist ganz leicht. Ich kann dich nie mit deinem Bruder verwechseln. Sag einmal, seit wann bist denn du schon wieder daheim von der Kur? Na, seit 3 Tagen. Und da bin ich, weil ich an Kirgel und an Hartl ganz dringend was sagen muss. Es ist aber noch niemand auf. Dann muss ich halt warten. Geh weiter, sitz dir ein bisschen her zu mir. Oh nein, ich hab nicht recht Zeit. Ja komm, so wird's jetzt gerade auch nicht pressieren. Komm. Also gut. Und? Weißt du, wie es läuft? Was denn? Ja, mit der Inge. Ach so, mit der? Ja. Ich glaub, gut läuft's, was man so hört. Weißt denn du, wie lange diese Inge da noch bleibt? Ja, hoffentlich nicht zu lang, weil solange die im Ort ist, stehe ich mit einem Fuß in der Hei und mit dem anderen Fuß im Fegfeuer. Mhm. Mein Gott, nein, das, wenn ich gewusst hätte, dass die so anhänglich ist, dann hätte ich meine Finger weglassen. Aber wer rechnet denn gleich damit, dass sie so eine harmlose Kurbekanntschaft zu so einem riesen Kurschatten auswächst? Die wirft ihre Schatten weit, das sag ich dir. Ja, das spüre ich. Also wenn der Hartl nicht mehr Rollen spielen würde, dann hätte er mich schon lange erschossen. Und dass du da mitspielst, also dafür bin ich dir ewig dankbar, Fifi. Du bist eine patente Schwägerin. Ach, so ist es. Ja. Jetzt fällt mir direkt der Stein vom Herzen. Ah ja, und der Hartl ein patenter Bruder, gell? Du brauchst nur sagen, Bruder, hilf, und schon bügelt er deine Dummheiten wieder auf. Ja. So war's doch jetzt mal, oder? Ja, ich kann ja nichts dafür, ich komm ganz unschuldig immer zu solchen Sachen. Du und unschuldig. Ja. Na, aber ehrlich, ich bin selber froh, wenn's wieder aus dem Haus ist. Ja, man kann ja nie wissen. Okay, beim Hartl brauchst du doch keine Gedanken machen. Der schaut doch mit keinem Blick auf Zeiten. Der weiß, wo er hingehört. Hoffentlich. So, jetzt kriegst du aber nur ein Puzzle von mir. Was hab ich das jetzt gekriegt? Für die Aufklärung.
Durch dich ist mir jetzt ein ganz ein großes Licht aufgegangen. Was ist das denn? Ein Bauer bist du auch schon auf. Ich bin's, der Bartl. Was? Ja, was tust denn du? Hab ich nicht gesagt, du sollst dich hier nicht blicken lassen? Aber du hast mir doch die Laura geschickt. Ja, dann hättest du mir auch beantwortet, die Laura rüberschicken können, nicht verschwind. Ich halt's doch daheim nicht aus, ich verzweifle ja daheim. Das steht ja ganz recht, wir machen genug mit dir. Aber auf die Frage, die Antwort, ja. Was ist, kennst du ihren Bruder oder kennt ihr dich? Ne? Nein, ich kenne ihn nicht, ich weiß zwar, dass es einen gibt, das ist sowas, ja, wie ein Beschützer von ihr, so wie du und der Harald ja, von mir. Ich weiß schon, jetzt schau, dass du verschwindest und lass dich ja nicht mehr sehen, gell? Pass auf, du kannst uns einmal ein Fassel Bier rüber schicken, gell? Mit der Briefdamm. Na, Blödsinn mit der Briefdamm. Also noch. Ja. Oh, mein Kopf. Jesus Maria, jedes Haarspitzel tut mir weh. Gil! Ja, was ist denn? Gil, kannst du mir sagen, wie ich gestern in mein Bett gekommen bin? Ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr. Ja, ich hab dich hinaufgetragen, weil du keinen Schritt mehr hast machen können, so besoffen warst du. Entsetzlich. Ja. Aber wenigstens hat es geholfen. Warum? Der Bartl ist doch nicht in meine Kammer gekommen. Na, Gottes Willen. Nachdem ich ihm gesagt habe, dass du total besoffen bist, hat er sofort das Grausen gehabt. Ja? Also, Gürtel, du bist einfach mein Retter. Ja, ja. Gürtel? Was ist denn? Gürtel, was würdest du sagen, wenn ich dir einen Bauernhof kaufen würde und würde deine Bäuerin? Was ich da sagen geht? Ja. Dass du noch besoffen bist, ne? Ich bin nicht mehr besoffen, ich bin vollkommen nüchtern. Ja. Oh, apropos nüchtern. Was denn? Gürtel. Gürtel, ich habe einen entsetzlichen Hunger. Gibt es denn in diesem Hause nichts zu essen? Na ja, die Stasi, die ist nicht auf und die streikt, das wird noch Stunden dauern. Pass auf, ich hab was für dich. Ja? Einen Schnupftabak. Was? Der hilft ausgezeichnet für den Hunger. Ja? Pass auf, wenn man das macht, immer mal die Hand drauf. So, da haben wir jetzt da ein bisschen was drauf und jetzt schnupft das ein Festschnupfen. Ja, fest. Die Nase. Und der Hunger ist wie weggeflogen. Ja. Und du glaubst, dass das gut ist für den Hunger? Ganz gut, das wird nicht mehr lang dauern. Hoffentlich. Ja. Oh Gott! Da komm her, schneid's dir mal, komm her, warte ein bisschen. Hast du immer noch nicht auf? Stasi? Jürgen! Ja. Moin. Du bist ja schon Bauer, gell? Ja, warum denn nicht? Bist du immer noch besoffen? Nein, nicht. Aber ich habe gestern einen Rausch gehabt, der war grausam. Das habe ich schon gehört, aber das macht nichts. Was ist denn mit ihr? Schlaft sie noch? Nein, wenn sie es nicht zerrissen hat, dann niest sie noch, weil ich ihren Schnupftabak gegeben habe. Weißt du, viel Hunger hat sie gesagt, ne? Die Stasi, die rührt in der Küche keinen Finger, solange die im Haus ist. Ja. Sie hungert's aus, hat's gesagt. Ja, also ich mag sowieso nicht so einen Grausen vorm Essen, ne? Aber sie hat einen Hunger wie ein sibirischer Wolf, hat's gesagt. Ja. Sie bettelt um jedes Stückel Brot. Es ist mir wurscht. Wir müssen schauen, dass wir die jetzt endlich aus dem Haus bringen. Das geht mir jetzt schon langsam auf Nerven, das Gespräch. Mein Bauer, du hinkst ja schon wieder, ja, das nicht? Vergiss ich doch immer wieder. Vergiss, sowas darfst du vergessen. Ich kann doch nicht dauernd hinter dir herrennen. Warte mal. Was ist denn jetzt? Da geh mal. Geh mal den Fuß da rauf. Ja. Hosenbein in die Höhe. So, dann halt mal das. So, halt das da hin. So, das bimmt mir jetzt da rüber. Also, dann denkst du da dran, dann kann nichts mehr passieren. So, warte, bis die Hammer schon. Jetzt. Einfälle hast du. Sind das keine guten Einfälle? Ja, Einfälle. Und mir ist was eingefallen. Oh Gott, das muss. Yes! Also, das ist ja schon. Das ist. Hallo, Fifi. Guten Morgen. Guten Morgen, Hartl. Ach, hingst du heute ab? Ja. Ist sie dir vielleicht zu schwer geworden auf dem Knie? Wer denn?
Deine Freundin? Die ist mir nicht schwer. Ja, leichter wird's wohl auch nicht sein. Ich hab sie zuerst von Weitem gesehen. Ihr passt recht gut zusammen. Ja. Ich wünsche dir viel Glück damit. Danke. Ein Glück kann man immer brauchen. Ja, das lässt sich denken. Sie eifert ja doch. Sie eifert ja doch. Das ist ja Stasi. Stasi! Was auch mit dem Fuß. Gott, na, Bauer, schrei doch nicht das so. Warum denn nicht? Ach, was glaubst du, was ich für einen Kopf heute aufhab? Was, warum denn? Auch keinen schönen wie sonst. Als ob er mir nicht gehören hat. Ja. Ich hab gestern in meinem Kummer die ganze Flasche Schnapsalor ausgetrunken. Was? Das meinst du, wie die jetzt das bissen muss? Warum hast du jetzt eigentlich so geschrien? Ja, weil er mir so frei, weil die Fefi doch eifert. Ja, das wollte er doch sagen. Mit euch zwei wird noch alles gut. Mir bleibt halt bloß das ohrschichtige Klosterleben. Kannst du gleich mal einen neuen Markt schauen? Ja, aber zuerst packst du mir jetzt noch ein Frühstück jetzt, ja? Nein, Bauer, heute nicht. Ich hab schon gesagt, ich hungert's aus. Wenn du dann Hunger hast, dann isst du Käse und trinkst dir Buttermilch. Ich hab alles unten im Keller versteckt, aber sie kriegt nichts. Lebt sowieso was von der Liebe und von meinem Bürger. Ja, ich will in meinem eigenen Haus nicht einmal was zum Essen. Frühstück. Jetzt geht's. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen in meinem Haus? Mir geht es ja so entsetzlich. Ich habe direkt einen heilen Schwächeanfall. So. Oh. Sag mal, ja. Gibt es denn in deinem Hause nichts zu essen? Du hast Hunger? Keinen entsetzlichen. Ja, also zu essen haben wir nichts, aber vielleicht einen Schnaps, hä? Oh Gott! Red bitte ja kein Wort mehr vom Trinken. Verstehst du mich denn nicht? Ich hab Hunger. Ich will endlich was essen. Ich hab Hunger. Beruhige dich. Ich schaffe. Vielleicht finde ich wenigstens noch kalten Kartoffel oder irgendwas. Was? Einen kalten Kartoffel? Wahnsinnig in diesem Hause. Ein Auto? Hoffentlich mein Bruder. Ja, Toni, Gott sei Dank. Hallo. Doch, ich hatte schon Angst, du würdest mich überhaupt nicht finden. Ja, ich bin richtig. Ich bin ja so froh, dass du endlich da bist. Mir geht es entsetzlich. Ich hab dich so herbeigesehen. Haben die einen Hund hier auf dem Hof? Nein, wieso einen Hund? Ich hab da gerade einen Knurren gehört. Ach, mach dich nicht lustig über mich, das ist mein Magen. Lach nicht, ich habe einen entsetzlichen Hunger. Sag mal, Toni, hast du nicht irgendwas zu essen dabei? Nein, geh weg. Sag, schieß los, was gibt's? Also pass auf, das war so. Also Kartoffel haben wir leider auch. Später. Ach, Sie sind also der Kavalier, der versucht, meine Schwester einzufangen. Er soll sie mit ihrem Gärtner verschuldeten Hof wieder in die Höhe bringen. Da haben Sie sich getäuscht. Sagen Sie mal, wer sind denn Sie überhaupt? Ich bin der Bruder, vom Beruf Rechtsanwalt. Sagt Ihnen das was? Ich werde Sie verklagen. Hatte dir die Ehe versprochen. Will er dich einfangen? Aber da draus wird nichts. Aber bitte, so hör mich doch endlich an. Hm? Ich will ihn ja gar nicht mehr. Hm? Nein, ich will ihn. Ich liebe den Gerti. Weißt du Gerti? Gerti, das ist mein Knecht. Jawohl, und mein Retter. Ja, wie schaust du denn aus? Komm, zieh dir was an, mach schon. Ja, gut, aber ich komm gleich wieder, ja? Ja. Nun zu Ihnen. Als wollen wir mal von Mann zu Mann sich unterhalten. Man kann sich hoffentlich vernünftig mit Ihnen unterhalten, oder? Ja, Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie froh dass ich bin, dass Sie da sind. Aha. Jetzt sitzen Sie ja zuerst einmal hier. Ich bringe Ihnen einen Begrüßungstrunk. Das ist nämlich bei uns so der Brauch. Einen kleinen Moment, ich komme gleich wieder. Aha. Was hat denn meine Schwester jetzt wieder angestellt? Das ist der Wahnsinn. Grüß Gott. Grüß Gott. Wer sind denn Sie? Ich bin der Bruder von der Inge. Mei, das ist gut. Ich bitte Sie, nehmen Sie Ihre Schwester und fahren Sie ab mit ihr. Weil sonst muss nämlich ich ins Kloster gehen. Jawohl, Ihre Schwester will nämlich unbedingt meinen Gürtel haben. Aber das sag ich Ihnen. Den kriegt sie nicht, der gehört mir. Was glaubt denn die? Ha, zuerst will sie einen Bauer, dann will sie einen Knecht. Glaubt denn die, alle Männer sind bloß für Sie da? Also nein, wissen Sie was, da schaut Sie her. Da, irgendwo, da ist es, jawohl. Da haben Sie 5 Mark, da kaufen Sie eine Fahrkarte und dann fahren Sie ab mit ihr. Mir scheint, die Kleine ist eifersüchtig, was? Ja,
Wenn nur der Gürgel wüsste, wie weh das tut, das würde er mir mal wünschen. Soll ich den Gürgel einmal eifersüchtig machen? Ui ja, das gibt der Gaudi. Das, oh ja, das machen wir. Ja. Das machen wir. Ja, was gibt's denn? Denn? Mei, jetzt Kinder, fangen wir an. Mitmachen. Ja. Was muss ich tun? Dieses hübsche Mädel, dieses Haar und diese sinnlichen Lücken. Hey. Hallo? Diese Augen. Was hallo, was? Hallo, was kennen Sie da? Wer ist denn er? Der Bruder? Das ist der Bruder. Der Bruder von der Inge. Von der Inge? Auch ein solcher, gell? Sie sagen Sie nicht was, lassen Sie mein Madel in Ruhe, gell? Schmusen Sie da nicht rum. Was heißt denn Ihr Madel? Jawohl. Ach so, Ihr Madel. Jawohl, mein Madel. Gar nicht Ihre Braut? Nein. Ja, dann haben Sie doch überhaupt kein Recht. Moment. Die Stasi ist auch meine Braut. Noch einmal schmusen erinnern, mein Stecken hinter mir. Ich möchte doch gar nichts von Ihrer Stasi. Sondern? Ich habe Ihnen gerade eben erklärt, dass ich sofort mit meiner Schwester wieder abreise. Moment. Sie wollen abreisen mit Ihrer Schwester? Ist das ein Freund? Ich helfe Ihnen sofort die Koffer packen. Ja. Und dir sage ich das gleich. Noch einmal sehe ich dich mit einem Fremden schmusen. Na, kannst was da leben. Wenn du schmust, dann schmust du mit mir. Ja, Gürtel. Nur noch mit dir, Doppelherr. Also. Na? Sag mal, nach was stinkst denn du schon wieder? Hurschattenparfüm. Was? Oh Gott, was ist denn jetzt wieder los? Auf den Schrei warte ich schon lange. Warum denn? Ich habe ja nämlich eine tote Maus im Büsten heute. Nein. Und ich will weg. Ich bleibe keine Minute länger in diesem Haus. Ja, wollen Sie erst nichts mehr essen? Nein, ich habe keinen Hunger mehr. Ich habe mir vom Gürgel seinen Garten hinterm Haus etwas Gemüse geholt. Was? Gemüse? Meine Pflanzen? Oh, ist das Raum da was? Wissen Sie, was Sie jetzt gemacht haben? Was denn? Sie haben am Gürgel seine Versuche gefressen. Und wissen Sie, was das ist? Pflanzenmord ist das. Jawohl. Nein, das ist nach Strafgesetzbuch nur Mundraum. Ach. Ist das Raum? So, Frau Mann. Das haben wir. Das war. Ja. Der hat vielleicht mehr. Das muss man ja aufpassen, dass man nicht gleich niedertrampelt. Die haben es vielleicht eilig. Gell? Wir sagen meine ganzen jungen Pflanzen hat's mir abgefressen. Wie die jungen Gänse, die wir voriges Jahr gekriegt haben. Ach, Gürgel, mach dir nichts draus. Was denn? Ich helfe dir wieder bei der Wiederaufzucht. So, wir können jetzt dann das Lineal wieder von meinem Fuß weg, oder? Ja. Geh her, lass dir helfen. Lass dich entbarteln. Jawohl. Wir müssen ja wieder einen Hartl aus dir machen, gell? Ja. Den noch gemachten Bartl, den brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Ja, das meint ihr. Dann hast du alles gewusst? Ja. Dein Bruder hat mich heute in der Früh aufgeklärt. Mhm. Ja, dann war der Eifersucht vielleicht auch bloß gespielt, hm? Na, da war mir ernst. Ich war tatsächlich eifersüchtig auf die Inge. Aber jetzt weiß ich erst, wie gerne ich dich hab. Du Gürgel, was denn? Du schickst sofort meinem Bruder einen Briefdaum über mit einer Nachricht, gell? Ja, aber soll ich ihn denn für Nachricht überschicken? Ganz einfach. Kurschatten erledigt. Ja, das ist ja cool. Wenn wir die nicht einmal auseinander können. Obwohl. Was? Ich weiß nicht. Was denn? Irgendwas ist beim Bauern anders. Jetzt hör doch auf, machen doch nicht nervös einen Blick. Au! Oh. Jetzt habe ich mal meinen Fuß so kaut wegen dir. Der Fuß, jawohl, der Fuß. Das war nicht der Fuß, machst du aufs Hirn da drunten, ha? Nein, der Fuß. Der Bartl hinkt, aber der Bauer hinkt doch gar nicht. Ja, was werden wir denn, wenn die merkt, dass sie nicht hinkt? Ja, dann musst du ihm hinken, ist doch ganz einfach. Mit was für einem Fuß hinkt der Bartl? Mit was hinkt? Mit linken, mit linken. Nein, ja. Mit rechten. Mit rechten?
Die Straße und du musst ja voll über dich passen. Gut, dass sie mit den geht. Drei hier sind doch bist du jetzt. Schon. Was? Das ist ein ganzer Schwarze, ist was, das? Was, eine Ägerin? Nein, schwarze Haare hat sie. Ach so. Jürgen, wenn du mich brauchst, ich bin in der Küche draußen. Genau, ist richtig. Solltest du mich suchen, ich bin in meiner Kammer. Nein, was denn? Untersteh dich und geh jetzt weg. Bleib bitte da. Ich muss da bleiben. Lass mich nicht allein jetzt. In Ordnung. Ja, ich bin ja so nervös. Was? Du, wie heißt denn sie überhaupt? Wie heißt, was muss ich sagen? Inge, aber du musst Inge rein, musst sagen, Inge rein, ne? Ja, gute Nacht, das kann was werden. Ja, und vergiss nicht zum Hinken, gell, Hinken, musst du Hinken. Bartelchen, wo bist du denn? Hast du es gehört? Bartelchen, wo bist du denn? Ja, geh hinaus, du musst doch rein. Nein, einen Meter geh hinaus, sag ich, sie soll reingehen. Hey, du, du sollst reinkommen! Hinken, musst du Hinken! Und Inge rein, ach, Bartelchen! Ach, da bist du! Ach, wie hab ich mich nach dir gesehen! Ingelein, Ingelein! Ja, Inge. Aber sag doch Ingelein zu mir, so wie früher auch! Weißt du, während der ganzen Bahnfahrt da hörte ich ja den Zug immer wieder singen. Ingelein, Ingelein, Ingelein! Und ich habe immer gesagt, Bartelchen, Bartelchen, Bartelchen! Wollen wir uns vielleicht, wollen Sie sich nicht vielleicht übersetzen? Ja, natürlich, gerne. Du sagst, sie zu mir? Hm? Ja. Ach so, natürlich, wegen dem Gesinde. Was bin ich, ein Gesinde? Ich bin gar ein Gesinde, Schaffiner. Nein, der Gürtel, das ist mein bester Knecht und auch mein Freund. Ja? Ja, dann ist das natürlich etwas anderes. Ja. Grüß Gott, Gigi. Ich weiß nicht, Gigi. Ich heiße Dirge. So wie Gurgel, bloß mit I, Dirge. Also dann Gürtel. Nein, nicht mit K, dir ganz weich, ein weicher Dirge. Dirge. Gürgi. Jawohl, genau, das ist es. Sollten wir uns nicht vielleicht doch übersetzen? Ja, das wäre sehr nett von dir. Weißt du, die Bahnfahrt hier herauf, die war ja sehr ermüdend. Ja, also es war schrecklich, ja. Aber doch nicht so zusammenknüdeln. Na, knüdeln wir wieder auseinander. Ach, bitte, legen Sie es doch auf mein Beauty-Case. Auf was für ein Käse? Wir haben bloß einen Ringelburger, da haben wir echt einen stingelten. Jetzt! Ja. Sag mal, Bartelchen, hat nicht vielleicht dein Knecht draußen etwas zu tun? Nein, das Knechtlein hat nichts draußen zu tun, weil der Bartelchen gesagt hat, heute habe ich frei. Ja. Alles wegen dir, ne? Also jetzt hör doch, der sagt ständig du zu mir. Ja, das ist bei uns so. Also wir sind zu alle Leute du. Ja? Ja, 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 zum Doktor, zum Lehrer, sogar zum Pfarrer. Ja. Nein. Ja, wir sind Pfarrer du, ja, ja. Ach, ist das entzückend. Okay, ja. So ganz ohne Bruderschaft. Bruderschaft, das können wir nachholen, Bruderschaft, jawohl. Und das holen wir auch Glasl mit. Jawohl, da. Wir auch Glasl, gell? Einen Moment, gleich komm ich grenzen, so, oder? Jetzt, so, da gibt's jetzt einen. Du hast ja schon eine Bruderschaft drin. Ja, aber einen Schnaps. Also gut, dann kriegst du noch einen ausnahmsweise. So, oder? Jetzt komm ich her, da. So, oder? Sag ich her. Ja. Also dann. So, wie heißt denn du? Was will er? Wie du heißt. Ach so, Inge. Inge, also sag ich her, Inge, jawohl. Was? Schau, jetzt komm raus hinter dem Tisch, dass er da eine Bussel geben kann. Was meint er? Du sollst zu ihm kommen. Ach so, ja? Natürlich, wegen dem Bruderschaft. Komm ran, lieber ran, komm ran. Ja. Ja. Was? Geh doch auf! Was war denn das? Mir ist gleich die Luft weggeblieben. Ja, warum puzzelst du nicht gerne? Ja, doch schon, aber doch nicht so. Also ich muss ja feststellen, du küsst ja ganz anders. Ja, ja, jeder hat ja seine Qualitäten, gell? Ja, natürlich.
Du trinkst doch auch eine Tasse mit. Ja, das wäre aber nett. Ja. Stell dir vor, ich habe ja seit heute Morgen keinen Bissen mehr gegessen. Ja, also, in diesem Bummelzug, da war ja nicht mal ein Speisewagen. So ein Speisebummel, hast du? Selbst. Ja. Aber jetzt bin ich ja bei dir. Ja. Da war jetzt der Kaffee. Ach, was ist denn das für eine reizende Person? Ja, das ist... Das ist unser Geisterbahn. Das ist unsere Stasi. Ja. Stasi. Ach ja, Kirkel, um Gottes Willen, was ist denn mit dir? Da dreimal die Straßen, ich glaube, ein Ochs hat mich geschlagen. Wir haben doch gar keine Ochsen. Ja, noch nicht, aber einer ist schon gegangen, den bin ich erwischt, mein Lieber. Jesus, Maria. Ja, was hast du denn? Also, pass auf, Stasi. Was ist denn? Es ist was Furchtbares passiert. Also, jetzt pass mal auf. Jetzt sitzt du mal nieder, wir sitzen nämlich in dem Mist. Was denn? Jetzt sitzt die in meinem frischen Mistbeet drin. Gibt's denn sowas auch? Mei, und wird das stehen? Das glaube ich, ist ja Mist. Ja, was sollen jetzt da? Ja, was heißt, trockenlegen, durchstehen, das ist ganz klar. Aber ein bisschen schnell und dann kommst du wieder. Ich brauche dich und zwar ganz notwendig. Mei, der Kirgel braucht mich. Hm? Und notwendig auch noch. Ja, gesagt. Jetzt geh ich noch gerade einmal zu. Ja, geh. Und vergiss nicht, schick dich. Wir sitzen sonst drin. So, Kirgel, bin schon wieder da. Der Weinberger war nicht da. Ich muss ja auf den Nachbarn mal rüber. Ja. Du hast schon eine Flugpost gekriegt. Flugpost, dein Bruder ist selber rübergeflogen. Ja. Oh Gott. Der sitzt wieder drin im Dreck, um Gottes Willen. Wenn sie das auch wieder rausbringen, komm, erzähl. Also, pass auf. Dein Bruder, der hat in einem Ort, den kann man nicht merken, ein Weiberleib kennengelernt, gell? Ja. Und die kommt jetzt daher, das heißt, die ist schon bald da, ne? Was tut er denn da? Ja, nix. Da, wenn ihm die Resel draufkommt, dann hat er den zweiten Fuß auch noch. Eben. Und darum müssen wir ihm helfen, ne? Ja, aber wie denn? Ja, da hab ich mir was ausgedacht. Also, pass auf. Dein Bruder hat in einem Ort, also, wie gesagt, den kann man nicht merken. In dem Rehabilitationszentrum, wo er da war. Jawohl. Das sag ich ja da, ne? Ja. Hat er eine Dame kennengelernt und diese betreffende Dame kommt jetzt hierher. Und nachdem es von eurer Sorte, dass sie nicht weiß, dass es von eurer Sorte zwei gibt, bist du jetzt derjenige welcher. Du bist ab sofort der Bartel. Du warst in dem Kurzentrum und sie ist ab sofort dein Kurschatten. Das geht ja nicht, die kennen ja die gar nicht. Kennen gar nicht, das ist die Kleinigkeit. Wenn diese besagte Dame da bei der Tür rennt. Was da bei der Tür? Ja, da geht's. Moment. Jetzt erzähl mir das Ganze einmal nochmal von vorn und ganz langsam. Nochmal von vorn. Was ist los? Wie gesagt, der Läusel von deinem Bruder, der geht am Bahnhof und holt diese betreffende Dame ab und bringt sie hierher. Und du musst den Bartel spielen. Und zwar so lange, bis wir sie wieder draußen haben. Für die Gott, arrivederci, servus. Aber nicht, was? Das geht nicht, das kann ich nicht. Das kannst du nicht? Nein. Gut. Dann lass dir von der Stasi deinen schwarzen Anzug aufbügeln, weil du nämlich in 3 Tagen... zu deinem Zwillingsbruder auf die Leiche gehen kannst. Ne? Da studiert man wie ein Atomwissenschaftler und alles umsonst. Weißt du vielleicht was Besseres? Ne? Du hast ja recht, der Plan ist ja gut, der könnte ja wahrscheinlich gar nicht besser sein. Ja, wirklich nicht. Ja, da müssen wir jetzt halt zusammenhalten. Ja. Sag einmal, was tat denn der, wenn der mich nicht hätte? Und mich, oder? Ja, und die. Du bist halt doch unser beider bester Freund. Das glaubst du, mein Lieber. Ja, schau dir mal, sind die alle wahnsinnig. Wenn das so weitergeht, dann gehe ich in die Restaurationszentrale. Also. So, komm hier. Komm rein. Sitz hier ein bisschen her zu mir. Ja, ich habe aber nicht lang Zeit. Ich muss nämlich der Mutter noch was zum Essen richten. Ist noch nicht besser. Nein. Seitdem voriges Jahr der Vater gestorben ist, gefreut sich das Leben nicht mehr. Das muss eine große Liebe gewesen sein. So wie die unsere, hä? Ja, so wie die unsere. Magst du mich noch? Nein. Dann muss ich dich dazu zwingen, gib mir ein Puzzle. Noch eins? Nein, jetzt ist genug. Magst du mich jetzt? Nein. Dann muss ich mir eine andere suchen. Was? Du eine andere? Ja. Traust du mir das vielleicht nicht zu? Nein. Sag einmal, bist du eigentlich gar nicht eifersüchtig? Nein, das kenne ich nicht.
Das wird es auch bei mir nie geben. Ja, dann hast du mich ja nicht so gern, wie du es mir eigentlich haben solltest. Okay, was hat denn das mit dem Gernhans da? Na, richtige Liebe ohne Eifersucht gibt's nicht. Sag einmal, wär dir das ganz gleich, wenn ihr andere puzzeln würdet? Ja, ganz gleich. Ganz gleich? Ja, ganz gleich. Was ich sag, sie mag mich nicht so, wie ich es gerne hätte. Der Bauer, schau her, da habe ich jetzt einen frischen Schurz. Der Bauer braucht jetzt keinen frischen Schurz, wenn jeden Augenblick der Besuch daherkommt. Ach so, ja, halt apropos Besuch, Stasi, du musst mir drum die Kammer herrichten. Gleich. Die Stasi weiß Bescheid, die sind allen eingeweicht. Ne? Ja, der Gürgel hat gesagt, er braucht mich. Ja, ist schon. Ja, aber du musst das sagen, ist Mut wie vom Zahn reißen. Warum denn? Ich bin eiskalt. Da, ja. Ich glaube, ich habe einen Schüttelfrost oder was weiß ich. Du, wenn nur das Theater schon vorbei war, ich glaube, ich halte es nicht aus. Okay, du brauchst doch bloß das tun, was ich dir gesagt habe. Übrigens du, ja. Hast du es der Fifi schon gesagt? Nein. Ja, wieso denn nicht? Ja, weil ich nicht dazugekommen bin. Ach, ja. Weißt du, was da passieren kann? Hm. Du sitzt da herin mit dieser Engel, gibst dir zufällig ein Puzzle, die Fifi kommt bei der Tür rein und ist ganz grundlos eifersüchtig. So. Ja, das wär ja gut, Bauer. Was wär? Dann könntest du die Fifi gleich testen, ob's eifert, wenn du mit der ach da... Ach so, ja, das ist gar keine schlechte Idee. Dann weiß ich endlich, wie es mit der Fifi steht. Ha? Und dann gibt's entweder bald eine Hochzeit oder ich stirb an gebrochenem Herz. Geh weiter, an dem stirbt man doch gar nicht. Was weißt denn du? Freilich weiß ich das, sonst wäre ich ja schon längst hin. Sag einmal, meinst du wirklich, dass die nichts merkt, dass ich nicht der Bartl bin, sondern der Hartl? Woher denn? Okay, Bauer. Na, hör auf, Rippen, was denn du Rippen? Bei dir sieht man doch mal Rippen. Ach, was verstehst denn du schon von der weiblichen Autonomie? Ja. Nächstes Mal schaust, wo du hinrennst. Ja, es wird gut, dass du da bist. Eins rate ich dir, geh ja nicht mehr über meine Tomaten, sonst kannst du was erleben, gell, Stasi? Da brauchst du keine Angst haben. Die frisst er ganz bestimmt nicht mehr. Ja. Weißt, wie die schmecken? Ja, wie denn? Wie angefaulte Wassermelonen, ja. Du, eins sag ich dir. Hm? Mich kannst du heißen, was du willst. Aber über meine Hobbygärten und Produkte lasse ich für nichts kommen, gell? Sind nicht umsonst meine Versuche, die selber da. Gerade auch einen Versuch, eine Kreuzung zwischen Tomaten und Spaghetti. Naja. Oh, wenn mir das gelingt, das gibt einen Wirbel in der Gastronomie. Ja, dass das Pasta-Schutterkochen nur noch ein Kinderspiel. Dann spreche ich im Bauernfunk, wer interviewt beim Fernsehen. Wer bekannt in Europa, das heißt in der ganzen Welt? Bekannt bist du schon in der ganzen Umgebung. Die Gespinne, die Wühlmaus nennest du. Hm? Ja, weil du deine Nasen in der Erde drinnen hast. Hm? Oder den fliegenden Briefträger. Ach, was? Mit deiner Briefdaumzucht. Na, Blödsinn. Was die Leute hinter mir reden, ist mir wurscht. Die können mich alle an. Also, Georg. Na, das brauchen sie ja nicht tun, ne? Ich tät ja gar nichts sagen. Was? Ich hab mich ja schon längst abgefunden mit deinem Gärtnerfimmel. Wenn es noch was anderes sind jetzt. Aber du bist ja blind und blöd wie ein Maulwurf. Ja, da bin ich halt blöd. Ich kann auch nichts dafür, dass ich nur 5 Jahre in die Schule gegangen bin und du 6. Hast du das gemerkt, Herr Gürtel? Was denn? Dass ich 6 hab. Du hast doch selber gesagt, du bist 6 Jahre in die Schule gegangen. Ne? Sei froh, dass du so lange gehen hast. Denn. Du bist und bleibst ein Depp. Was? Aha. Wenn sie immer weiter wissen, die Weiber, dann bin ich ein Depp. Halt. Meine Briefdame. Jesus, ich müsste meine Briefdame. Gott! Gürgel! Bauer! Bauer! Ja, was ist denn, Bob? Doch, eine Nachricht ist gekommen von deinem Bruder. Ist der schon wieder von seiner Kur zurück? Ja, anscheinend, sonst hätte er keine Nachricht drüber geschickt. Hier, Soß von den Gnädel schreibt er nichts. Das heißt nicht Soß, das heißt SOS. Ach so, ach so.
Wegen Kurbekanntschaft in tödlicher Gefahr. Bruder, hilf. Pferdestärke mündlich mehr. Das heißt nicht Pferdestärke, das heißt PS. Ja, PS heißt ja Pferdestärke. In dem Fall heißt es Postskriptum. Was ist denn das? Noch was. Ja, was denn noch? Nein, das heißt noch etwas. Ach so, was wird er denn wieder angestellt haben, dein Bruderherz? Hm? Das weiß ich nicht. Ich verstehe das nicht, dass der immer wieder irgendwo im Dreck nicht hat. Ja, das macht er doch immer, weil er weiß, dass du ihm aus diesem Dreck immer raushilfst. Das macht er doch schon, seitdem ihr zwei die Hosen immer nass macht. Länger. Wenn er in die Hosen gemacht hat, dann hat er meine trockene gekriegt und ich die nasse. Ja, das stimmt. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich kann doch meinen Zwillingsbruder nicht im Stich lassen. Nein, das kannst du nicht machen, stimmt. Obwohl es gescheiter war, wenn er sich seine Nase noch mal sauber anrinnert hat. Na ja, ja. Da ist wirklich bestimmt wieder ein Weiberleid im Spiel. Ja, aber das ist bloß wieder ist. Ja. Er wird und wird nicht gescheiter. Ja, du, Georg, du musst mir verhelfen, wenn ich es allein nicht schaffe. Ja, ganz bestimmt. Weißt du es noch, wie er vor 2 Jahren oder 3 Frauen gleichzeitig beim Kammerfenster und das Heiraten versprochen hat? Und wie man dann im Heu haben verstecken müssen, bis die Furien wieder abgefahren waren. Und die dritte? Die hat das Rennen nachher gemacht. Ja. Die hat ihn an ihrer Angel genommen und den Stockfisch in ihren Hafen gezogen. Das hat er doch nur gemacht, weil er die Nase voll gehabt hat von die Weiberleid. Nein. Ja? Nein, ich sag das, ich mach mir Vorwürfe. Naja. Weil ich habe ihm ja auch so zugeredet, dass er heiraten soll damals. Ja, das macht doch nichts. Hat er die Rehe gekriegt, das ist eine brave Bäuerin, die auf den Hof schaut, ne? Ja, schon, aber dass er ihm nicht bloß seine Hosen, sondern auch noch die Unterhosen auszieht, das ist zu viel. Eine Tasche, Herr. Darum denkst du nicht ans Heiraten. Was? Du hast Angst um deine Hosen. Ja, die Hosen hätte ich keine Angst. Ne? Nein, Pfeffi, die will noch nicht so recht. Die will, ne? Na, dann schau da meine andere. Nein, kommt da gar nicht in Frage. Ne? Ja, was ist denn mit dir? Was soll mit mir sein? Ja, du tust ja auch nicht weiter. Was? Das Austragsheißel von meinen Eltern steht schon so lang bereit. Die Stasi hat es so nicht hergekriegt. Hast du jetzt gerade Stasi gesagt? Ja, freilich. Setz dich einmal daher, da hört man kein Wort. Na ja, gut, na warten wir halt alle zwei noch ein bisschen. Ja, ist gescheit, du, pass aber auf, schick dem Bartl eine Express-Town rüber. Ja. Er soll rüberkommen, damit wir was Näheres wissen, damit wir was Genaues erfahren. Jawohl. Ich muss jetzt noch zum Beinberger über auf eine halbe Stunde. Gut, ist recht. Jawohl, ist schon gut. Eine Brieftaubenzucht ist doch was wert. Besser wie ein Telefon. Dem schicke ich die Laura. Die weiß, wann's pressiert. Die fliegt wie eine Express-Taube, die Abtaube. Grüß dich, Gott, Stasi. Herr Pfeffi. Wo ist denn der Bauer? Ich weiß. Nein, die habe ich noch nicht gesehen. Du, ich halte es daheim nicht mehr aus. Ich muss rüber müssen. Ich habe daheim keine ruhige Stunde mehr. Ja, aber was ist denn los? Ach Gott, wo ist er denn? Wann kommt er denn wieder, der Hartl? Ja, in einer Stunde wird er wieder da sein. Ja, ja. So lange ich meine, haben wir deine Nachricht gekriegt, aber alle auskennt haben uns alle zwei nicht. Ne? Ja, so lange kann ich nicht warten. Jetzt sitzt dir mal her, dann muss es dir erzählen und du erzählst das dann am Hartl. Ja, gut, ja, also, was geht's denn? Ne? Ja, also, was ist denn los? Ich bin verzweifelt. Du bist verzweifelt? Ich hab eine Dummheit gemacht. Du, ja. Und da erst dein Bruder, hilf. Er muss mir helfen. Da, wenn man die Resel draufkommt, dann gibt es einen Krieg. Wo ich doch meine Ruhe und meinen Frieden so dringend brauche. Du brauchst einen Ruhe und den Frieden, ja. Ja, um Gottes Willen, jetzt ich den Himmel raus. Jetzt sag mal, was hast du denn angestellt? Ich weiß ja auch nicht, warum mir gerade immer solche Sachen passieren. Wahrscheinlich deswegen, weil wir Zwilling sind und im Hartl nie sowas passiert. Wahrscheinlich, ja. Also pass auf, ich war doch jetzt 4 Wochen auf Kur. Ja. Ja, und da habe ich halt einen Haufen Leute kennengelernt. Haufen Leute? Ja. Weiberleute? Ja, Fräulein, Weiberleute, ich war ja nicht in einem Kloster. Eben, ja. Ja, und bei den Leuten, da war eine dabei. Ein Weiberleute? Ja, ein Weiberleute, du weißt schon, so eine zutrauliche eine. Ja? Ja, eine, die wo dich nicht mehr auslässt, wenn es die einmal hat. Aha, und jetzt hängst du? Nein, ich nicht. Ne? Sie? Ja, ich hab mich eigentlich bloß mit dir unterhalten, weil ich so Heimweh gehabt hab. Du hast Heimweh gehabt? Na ja, und ein bisschen puzzelt haben wir schon auch. Mhm. Na ja, und sie hat das anscheinend ernst genommen, weil... Was weil? Na, jetzt kommt's. Hä? Ja, und bald auch noch. Sie hat mir ein Telegramm geschrieben, öffne deine Arme, ich fliege zu dir. Oh, du heiliger St. Leonhard.
Das habe ich auch gesagt. Ja, ja, und wie geht es weiter? Naja, also die Resel darf auf keinen Fall was erfahren. Ich bin froh, dass dir ein Briefträger nicht begegnet ist. Ich weiß mir selber nicht mehr weiter, der Hartl muss mir helfen. Ach so, du meinst also, wenn der Hartl deiner Resi Bescheid sagt, dass du einen Besuch kriegst, dann ist sie weniger böse, oder was? Sag dir doch, die darf auf keinen Fall was erfahren. Ja, und dann weißt du schon auch, wie du das machen willst? Ja, ich gar nicht, der Hartl muss machen. Der Hartl? Ja. So, und wie, wenn ich fragen darf? Also pass auf, ich hab mir schon was ausdenkt. Ja, ja, wie ging's denn? Wenn die Ingeborg kommt. Ingeborg, ah, Ingeborg heißt sie. Hat sie dir auch was geborgt, die Komm Ingeborg? Hör auf mit deinem Witz. Hm? Mir ist nicht zum Lachen. Mhm. Also pass auf, wenn die Ingeborg kommt, ja, dann tue ich einfach so, als wenn ich es gar nicht kennen würde. Was? Ja, ich sag, dass sie mich wahrscheinlich mit meinem Zwillingsbruder verwechselt, weil ich gar nicht auf Kur war, sondern er. Und du glaubst, der Hartl macht da mit? Kirkel, du bist doch auch mein Freund. Ja, ja, ja. Du musst dem Hartl zureden. Er muss mir helfen. Sag ihm, dass das die letzte Dummheit war, die ich gemacht habe. Um Gottes Willen, ja. Die letzte Dummheit, ja. Sag einmal, wie schaut denn die aus? Oder wie? Ja, mein, Mittelalter, Jüngeres. Mhm. Verheiratet ist wie Witwe. Ja. Witwe. Mhm. Hast du Bruderschaft gemacht mit ihr? Ja, ja. Sag mal, wie heißt die überhaupt das Nest, wo du in Kur warst? Das ist kein Nest, das ist ein Rehabilitationszentrum. Ha? Sag das bitte nochmal. Was war das? Ein Rehabilitationszentrum. Aha. Und was hast du da gemacht in diesem Restaurationszentrum? Ein Rehabilitationszentrum, das ist sowas wie eine Kuranstalt. Da wirst du wieder fit gemacht, da habe ich Massagen gekriegt. Aha, aha. Und da hast du auch deinen Kurschatten gekriegt, ne? Nein, die habe ich nicht direkt dort gekriegt. Die habe ich beim Vogelbauer hab ich die gekriegt. Beim Vogelbauer? Ja, das ist so ein Wirtshaus in der Nähe. Aha. Und da. Hast du sie gesehen? Ja, da hat sie Urlaub gemacht. Kurschatten ist ein blödes Wort, ne? Aha. Also, pass auf. Das ist also die Inge, heißt die Inge, Kuhschatten. Moment, pass auf. Du weißt ja, wie solche Sachen immer hergingen. Ja? Ich habe ein bisschen hingeschaut, sie hat ein bisschen hergeschaut. Und dann hast du recht umdrehen geschaut, ich weiß schon, ja, ja, und dann? Naja, und dann haben wir eben Bruderschaft drüber. Dann hast du Bruderschaft drüber. Ja. Ja, und nachher? Meinst du, dass ich dir alles verzeihe? Ja, das musst du nicht. Du kannst es für dich behalten, aber dann weiß ich nicht, wie wir dir helfen sollen. Ich und dein Zwillingsbruder, der Hartl, ne? Ja, nein, wieso ihr zwei? Na ja, Frau, du glaubst doch nicht, dass dein Bruder dich allein aus dieser Situation herausbringt, oder? Ja, gut. Na, sag mal, ja. Hast du was gehabt mit ihr? Also, fragen, du hast ja wieder ein Kriminaler. Ich bin auch jetzt ein Kriminaler. Hast du was gehabt? Nein. Nein? Und Jung, schau. Ich habe dir ja schon gesagt. Und verheiratet, ja. Hast du Bruderschaft? Nein, das ist nicht. Witwe. Hast du Bruderschaft gemacht mit ihr? Ja, sag er dir doch wieder. Ja, wegen dem Puzzle, ja, 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 ja. Und gehabt hast du nichts mit ihr? Nein. Schwör mir das. Ja, ich schwöre. Nein, nicht so hudli-wudli. So was muss ernst gesagt werden. Ich schwöre. Gut, also. Jetzt gehst du heim und sagst deinen Knecht, er soll diese Dame vom Bahnhof abholen, mit dem Leiterwagen, gell? Leiterwagen? Jawohl, für die Koffer und sie selber soll er laufen lassen, ne? Und dann soll er sie sofort hierher bringen, hierher ins Haus. Vorher. Jawohl. Und du lässt dich ja auch nicht sehen, oder? Oder weiß ich, dass du einen Zwillingsbruder hast? Nein. Also gut, du verschwindest und bleibst so lange weg, bis sie erledigt ist, gell? Erledigt? Umbringen darfst du es für nicht. Ja, das weiß ich, das muss ich erst aus der Lage entwickeln. Das ist noch was. Du bleibst zu Hause und beobachtest die Luft. Und wenn ich dir die Laura hinüberschicke, schickst du mir sofort eine Antwort retour, damit wir wissen, was wir machen müssen, damit wir wissen, was wir sagen sollen. Ne? Oh, Herr Kommissar, bereit sein ist alles. Also dann verschwinden wir ab. Du bist halt doch. Ja. Sag einmal, spielt denn der? Ha? Der hat mit dir was Stuhl. Ich glaube, der ist nicht da. Ja, was hast denn du? Wohnst du? Nein. Ja, warum denn? Hat's mit dem Bauern was gegeben? Nein, mit dem Giergel. Mit dem Giergel? Hat er da was da? Eben nicht. Der tut doch niemandem was. Und am allerwenigsten mir. Das ist ja. Mein Pfeffi, dir kann ich's ja sagen. Du weißt ja, wie es um mich steht. Glaubst du das? Ich kann tun, was ich will. Jeden Abend lasse ich meine Kammer dir auf. Meinst du, der kommt? Nicht ums Verrecken. Mei, vielleicht bist du manchmal recht grob. Ach, woher? Mehr kann man wirklich nicht tun wie ich.
Ich merke es ja schon selber, dass ich nicht so anschaue, wie so ein abgestochenes Kalbi von lauter Lieb. Ach, was tue ich alles für den Kirgel. Schau zum Beispiel beim Essen, gell? Das größte Stück Fleisch kriegt er. Und den größten Knödel. Weil ich einmal gelesen habe, die Liebe geht durch den Magen. Mhm. Ja, Pfeiferdickel. Der frisst und lässt sich schmecken. Und ich habe überhaupt keinen Appetit mehr. Dabei braucht man bloß heiraten und ins Austragheisel ziehen. Glaubst du, Pfeffi, wenn der so weitermacht, dann suchen wir noch einen anderen Dienstplatz. Aber Gestasi, das darfst du nicht. Was tat denn der Bauer ohne dich? Du musst bloß ein bisschen Geduld haben, nachher wärst du schon kriegen, dein Kirgel. Ja, du hast leicht reden. Du hast ja einen Bauern. Der ist ganz anders. Mein Gott. Wie die der Scheibe anschaut. Der sieht gleich, wenn du ein neues Dirndl anhast. Aber der Kirgel, da kann die Nackert umeinander springen, das tät der nicht sehen. Nein, der sieht bloß sein Gemüse und seine Prüftaum. Stell dir vor, heute kommt er durch die Tür und rennt mich fast über den Haufen. Und das Einzige, was er gesagt hat, war Öha. Die hat sie ja sauber erwischt. Ja. Soll ich einmal mit dem Gürtel reden? Ach wo, das hat doch gar keinen Sinn, ja, wenn er nicht von selber draufkommt. Ja. Ich warte halt jetzt noch bis Lichtmess und dann gehe ich, wenn es mir schwer ankommt. Ja, so ist recht. Mir tät's gar nicht passen, wenn du den Hof da im Stich lassen tätst. Ach, Pfeffi, wer weiß, ob du mich noch brauchst, wenn du mal der Reihe heiratst. Oh, und wie ich dich dann brauch. Gell, das ist schon ungerecht auf der Welt. Hm? Du kannst heiraten und tust das nicht. Und ich mächert und kann nicht. Ich weiß nicht, ich habe halt ein bisschen Angst. Vom Bauern? Nein, ich tue es wohl überlegen. Schau, der Hartl hat mich gern, seitdem ich Dinger kann. Mhm. Schon immer. Naja, und da habe ich halt Angst, dass das, was wir zwar für ein Lieb halten, vielleicht schon Gewohnheit ist. Ach, ich weiß es auch nicht. Okay, Pfeffi. Beim Bauern, da gibt's doch wirklich keinen Zweifel. Mein Gott. Wenn mich der Kirgel noch einmal so gern hätte. Hier ist das jetzt, Kinder. Ja, der Kirgel. Pfeffi, grüß dich. Mei, bei dir muss ich mich ja noch bedanken, gell, was du mir für einen guten Blumendinger zusammengekriegt hast. Du, eine wahre Freude ist es, wie mir meine Begonien jetzt wachsen. Ja. Gerade haben wir von dir geredet, was du für eine gute Hand hast, für alles, was wachsen soll. Ja. Ich habe mich direkt eine Tomaten- oder eine Selleriewurzel in deinem Garten sein. Ja. Gell, Stasi? Ja. Ich habe halt eine Freude dran, gell? Ja. Ja. Also, wenn du mit deiner zukünftigen auch mal so fein umgehst, als wir mit deinem Gemüse, dann kann man es dir nicht beneiden. Ja, ich hab Mulch am Herd stehen, gell? Ich muss gleich nachschauen. Ach, die werden mit jedem Tag noch sauberer. Ja, das wird immer sauberer wird's. Ja, und nett gewachsen ist sie auch. Kommt Kerzen gerade in die Höhe, ja. Also wer die mal kriegt, kann wirklich eine Freude haben. Ja, das glaube ich, der freut sich nicht, wenn er die kriegt. Du, da darfst mich gar nicht wundern, wenn sie eines Tages einmal einer wegholt von da und zu seiner Frau macht. Ja. Hm? Von wem redst denn du, sag einmal? Ja, von der Stasi. Ach so, ich mein, du redst von meiner Pflanzen da. Ach, okay. Du, der Jäger kommt jetzt auch immer da vorbei, gell? Ich mein, dem gefällt's. Hast du es noch nicht gemerkt? Der Jäger, der geht doch nur in den Wald. Ne? Was, auf derer Seite? Gell, da hättest du von der anderen Seite viel näher. Ja. Da hatten eh nicht schlecht zusammenpassen, die zwei. Und ein braver Bursch ist er auch, der Jäger, was man so hört. Ein braver Bursch? Ja, da braucht man keine Angst haben, dass die Stasi mal schlecht erwischt. Der Jäger? Ja. Und brav? Geh auf. 6 Maren weiß ich allein hinter denen, dass er her ist, dauernd, ne? Ja, mei. Er wird heute suchen, bis er die richtige gefunden hat. Ja. Und im Wirtshaus hockt umeinander und das Geld schmeißt dann aus und raufen durch. Der Jäger ist doch nichts für die Stasi, gell? Ja, mei, wenn sie ihn mag. Hat sie das gesagt? Wer? Das die Stasi? Was weiß denn ich? Ich habe ja nur bemerkt, dass er jetzt immer da vorbeikommt, der Jäger. Hm? Ja, mein Gott, die Stasi ist halt jetzt in dem Alter, wo's wissen möchte, wo's hingehört. Wo's hingehört, ist er schon lang genug da, die weiß doch, wo's hingehört. Du, Gürgel? Was? Gefällt sie dir eigentlich nicht? Du, sag einmal, hast du mein neues Mistbeet schon gesehen, wo ich die neuen Gemüsepflanzen angesetzt habe? Wenn du pflanzen willst, kannst du kommen, wann du willst, gell? Ja. Birgit, jetzt mach einmal zu. Ja, was denn? Wenn du dich schon um alles andere kümmerst, was wachsen soll, dann könntest du dich auch ein bisschen um die Stasi kümmern. Um Stasi? Ja, die braucht nämlich auch sowas wie einen Dünger, das Pflanzl. Stasi braucht einen Dünger? Ja, hör doch auf. Was gibt's jetzt da zum Lachen? Ja, stell dir vor, da steht die Stasi, natürlich ein Mist um ihre Füße rumtreibt.
Na komm ich mit der Giers, kann und durchs Giers. Das sieht weg, das ist ich sieg schon wirklich. Was? Mit dir hat es mir nicht wirklich nicht leid. Die Stasi und der Mister. Ja, das war ein Gaudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, Bauer, ich meine, du bist schon fort. Sag einmal, jetzt kennst du mich schon 30 Jahre. Und kennst mich immer noch nicht vom Hartl weg, ich bin's, der Bartl. Du bist das, also, glaub mir das. Euch Zwillingsbrüder kenne ich nie auseinander. Ja, wo ist er denn, mein Herr Zwillingsbruder? Ja, gerade ist er weg. Sag einmal, ist die Laura schon bei dir drüben gewesen? Die Laura hast